Ich begrüße alle hier im Raum zur heutigen und auf Zoom und YouTube per Livestream zur heutigen zweiten Veranstaltung der Reihe zur Aktualität feministischer Materialismen, organisiert vom Forum Kritischer Wissenschaften. Für diejenigen, die es nicht kennen, das Forum ist ein disziplinübergreifender Verein von Studierenden und Promovierenden, der sich für die kritische Forschung und Lehre an der Universität Frankfurt und für die Förderung studentischer Initiativen einsetzt. Der Verein unterstützt zum Beispiel autonome Tutorien, organisiert aber auch Veranstaltungen wie diese Reihe, und für diese verschiedenen Aktivitäten und auch für die Einladung einen großen Dank an dieser Stelle. Wir sind heute die zweite Veranstaltung der Reihe. Die erste mit Sarah Mühlbacher und Lisa Haller über Gleichgeschlecht im Kapitalismus können Sie auf dem YouTube-Kanal nachsehen. Die folgenden Veranstaltungen entnehmen Sie dem Programm, und es geht ebenso spannend weiter wie in dieser ersten mit Beiträgen zu verschiedenen Themen und VertreterInnen des feministischen Materialismus von Lisa Haller und Sarah Speck, Lou Zucker und Christina Engelmann, Kristen Gotzi und Melinda Cooper zum Abschluss. Die heutige Veranstaltung setzt sich mit Differenzen und Kontinuitäten innerhalb der Geschichte des feministischen Materialismus auseinander. Ich würde sagen, dass der Feminismus grundsätzlich eine materialistische Ader hat, weil die Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen eine materielle Seite hat, die selbst die bürgerliche Frauenbewegung recht früh festgehalten hat. Die Unterdrückung von Frauen basiert auf einer Vielzahl materieller Faktoren wie ökonomische Abhängigkeit, aber auch Platzmangel oder verwehrte Zutritte und nicht zuletzt natürlich die Gleichsetzung von Frauen mit Körperlichkeit statt Geistigkeit, mit Natur statt Vernunft und so weiter. Aus diesem Grund ist die Reflexion über Materialität und ihre Rolle im Kampf gegen Sexismus und patriarchale Strukturen immer auch Teil feministischer Theorien und Aktivismen gewesen. Nicht alle Feminismen sind aber affirmativ materialistisch, sehen also in der Materialität von sozialen Verhältnissen, Dingen und Körpern den Ausgangspunkt und die Grundlage für Emanzipation und Veränderung. Auch meinen die verschiedenen Feminismen nicht unbedingt dasselbe, wenn sie sich als materialistisch bezeichnen. Und eben darüber, über verschiedene Ansätze im feministischen Materialismus, über Differenzen und Gemeinsamkeiten, wollen wir heute Abend sprechen. Dazu werden wir erst einmal die Inputs unserer beiden Sprecherinnen heute Abend, Anastasia Kostan und Luki Schmitz, hören, die ich gleich vorstellen werde, um dann gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und während der Vorträge und der Diskussion hier am Tisch sind Sie herzlich eingeladen, Fragen im Live-Chat oder im Chat des, auf Zoom zu posten, zu schreiben oder auch per E-Mail zu schreiben und an uns zu richten. Und ich werde Sie dann im Laufe der Diskussion einbeziehen. Also Sie kommen auch zu Wort. Zuerst nochmal zu unseren Sprecherinnen, die ich jetzt in der Reihenfolge ihrer Inputs vorstellen werde. Luki Schmitz hat Soziologie, Politikwissenschaft und Sozialpsychologie in Köln und Frankfurt studiert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Goethe-Universität am Schwerpunkt Industrie- und Organisationssoziologie. Sie arbeitet gegenwärtig an ihrer Dissertation mit dem Arbeitstitel Commons als dialektisches Verhältnis zwischen Emanzipationsbestrebungen und Vereinnahmungen. Ihre Arbeitsschwerpunkte neben feministischem und queerem Materialismen und Commons Commoning sind alternative Ökonomien und solidarische Landwirtschaft, Utopietheorie und Soziologie der Arbeit. Und wir werden gleich mehr aus dem Projekt, also zur Frage von Commons und Commoning unter anderem hören. Aber wenn Sie da was nachlesen wollen, hier zwei Vorschläge. Commoning als Rhizomdenken, normative Orientierungspunkte für gutes Leben und Commons als konkrete feministische Utopie zur Diskussion des Begehrens feministischer Utopien in neoliberalen Strukturen. Und die Hinweise auf die Zeitschriften finden Sie auf der Homepage am Institut für Soziologie. Im Eintrag, damit ich nicht zu lange rede, und komme jetzt zu meiner zweiten Sprecherin, Anastasia Kostan. Sie hat Philosophie, Soziologie und Geschlechterforschung in Frankfurt und Paris studiert und ist mit ihrer Dissertation Sprachen der Natur, die neomaterialistischen Feminismen Vicky Kirbis und Elisabeth Gross, Doktorandin am Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft am Institut für Soziologie hier an der Goethe-Universität. Mit ihrer Arbeit zu den neuen feministischen Materialismen ist sie aktuell Fellow am Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover.
Außerdem forscht sie im Rahmen einer Interviewstudie am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum zum Digital Divide. Ihre Forschungsinteressen sind neben feministischer Epistemologie und Wissenschafts- und Technikforschung die Rolle von Affekten und Emotionen in der wissenschaftlichen Wissensproduktion sowie der Zusammenhang von Digitalisierung und sozialer Ungleichheit. Und auch ja, in diesem Fall werden wir einige Aspekte ihrer Forschung kennenlernen und auch hier zwei Vorschläge zum Nachlesen, die im Erscheinen sind. Einmal feministische Neomaterialismen vom Leib-Seele-Dualismus zur relationalen Immanenz. Und jetzt sage ich es, wo sie erscheinen, weil das, weil sie das erstmal von mir wissen müssen, weil sie im Erscheinen sind, in einem Sammelband mit dem Titel Widerständige Glieder, die der Leib als politischer Standort herausgegeben von Paul Stephan und Christian Loos. Zweiter Vorschlag, die Sprache der Materie, feministische Politiken der Intelligibilität und posthumanistischen Performativität in dem Sammelband Sozialität, Materialität, Praxis, herausgegeben von Tobias Kienlin und Richard Bußmann. Noch kurz zu mir, die das Gespräch anmoderieren wird. Ich heiße Francesca Raimondi, ich bin Juniorprofessorin für Philosophie an der Kunstakademie in Düsseldorf. Zwischen 2019 und 2021 war ich hier Vertretungsprofessorin für Philosophie am Institut für Philosophie und mein derzeitiges Buchprojekt trägt den Titel Die Materie der Subjekte, Kapitalismus als Körperökonomie. Meine Arbeitsschwerpunkte sind neben feministische Theorien, Körperkonzepte und Subjektivierungstheorien, das Verhältnis von Ästhetik und Politik beziehungsweise die kritische Ästhetik, wie ich das nennen möchte. So, und jetzt gebe ich das Wort an unsere erste Sprecherin, Luki Schmitz, und ich sehe ja auch die Sprechposition. Mal kurz das Wasser. Ja, keine Komplikationen. Genau. Die Präsentation läuft jetzt. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Francesca, für die nette Einführung. Vielen Dank an das Forum Kritische Wissenschaft für die ganze Organisation. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und mit Anastasia und Francesca sprechen zu können. Ja, bevor wir starten, vielleicht nochmal zwei Hinweise. Und zwar das erste, ich habe ein paar Folien, aber falls Sie gerade beim Abendessen sitzen oder kochen, Sie müssen die Folien nicht unbedingt verfolgen, die dienen nur zur Unterstützung. Und der zweite Hinweis ist, ich werde im Folgenden von Frauensternchen sprechen. Dies ist aber ein Begriff, der gerade in den älteren materialistischen Feminismen überhaupt nicht verwendet wird. Da wird nur von Frauen ohne Sternchen gesprochen. Genau, dann können wir eigentlich auch direkt schon auf die nächste Folie gehen. Beginnen möchte ich mit einem Zitat der materialistischen Feministin Silvia Federici. Der Kapitalismus war eine Konterrevolution, die die aus den antifeudalen Kämpfen hervorgegangenen Möglichkeiten zerstörte. Möglichkeiten, die uns, wenn sie verwirklicht worden wären, jene ungeheure Vernichtung menschlichen Lebens und der natürlichen Umwelt erspart hätten, die den Vormarsch kapitalistischer Verhältnisse auf der ganzen Welt gekennzeichnet hat. Federici bekräftigt die These, dass die Durchsetzung kapitalistischer Strukturen als Konterrevolution, Gegenkämpfe nach einem freien, guten Leben gesehen werden können. Die Konterrevolution gelang insbesondere über Einigungsprozesse von Land, von Körpern, von Commons und durch die Absperrung von Produktionsmitteln. Kapitalistische Strukturen zeigen Entfremdung, Zugangsverwehrung und Spaltung aus. Dabei, und dies ist die Kernidee insbesondere weißer materialistischer Feministinnen aus Europa und Nordamerika, geht es auch um eine binär vergeschlechtlichte Spaltung in entlohnte Arbeit und unentlohnte Arbeit. Während orthodox-marxistische Theorien den Fabrikarbeiter als Prototypen im Blick nahmen, konstatieren materialistische Feministinnen ab Ende der 1960er Jahre, dass die Relevanz der Reproduktionsarbeit, also unbezahlt geleistete Haus- und Fürsorgearbeit sowie das Gebären von Menschen als neue ArbeiterInnen nicht in ihrer Bedeutung für die Produktionsbedingungen berücksichtigt wurde. Materialistische Feministinnen fragten und fragen nach der sozialen Bedeutung und dem ökonomischen Wert dieser Arbeit für den patriarchalen Kapitalismus. Zwei wesentliche Thesen daraus sind:
Erstens, dass sowohl in der bürgerlichen als auch in der Arbeiterinnenkleinfamilie Arbeit geleistet wird, die zur Reproduktion der Arbeitskraft des männlichen Lohnarbeiters dient. Auch wenn Frauen Sternchen Lohnarbeit nachgehen, müssen sie zusätzlich diese unentlohnte Reproduktionsarbeit leisten. Der Lohn, der bei der Arbeit gezahlt wird, umschließt nicht die Reproduktionsarbeit der Frauensternchen. Zweitens, Reproduktionsarbeit ist in kapitalistischen Strukturen kein feudales Überbleibsel, sondern spezifisch, also historisch, bei geschlechtlicher Arbeitsteilung. Als eine Antwort darauf bildete sich unter anderem die sogenannte Lohn-für-Hausarbeitsdebatte heraus. Gedanklich durchgespielt wurde, dass die politische Forderung nach Lohn für Hausarbeit kapitalistische Strukturen zum Zusammenbrechen bringen würde, weil kein kostenloser Zugriff auf die von Frauensternchen geleistete Reproduktionsarbeit mehr möglich wäre. Zwei Aspekte finde ich daran jedoch bemerkenswert bzw. herausfordernd. Erstens, eine indirekte Orientierung an Lohnarbeit als quasi höchste revolutionäre Form der Arbeit. Ist dies nicht letztlich eine sehr männliche Perspektive? Und zweitens erleben wir eine deutliche Verlagerung von Haus- und Care-Arbeit, einerseits in prekäre Entlohnung und andererseits in globalen Sorgeketten, an deren Ende weiterhin die unbezahlte Arbeit steht. Es bedarf daher Fokusverschiebungen, indem weitere, ältere materialistische, feministische Perspektiven mit einbezogen werden, die sich auf Natur, Rassismus und Kolonialismus sowie Commons beziehen und damit erweiternde Perspektiven für Gesellschaftspolitik und Gesellschaftskritik aufzeigen. Erstens die ökofeministischen Perspektiven. Die spezifische Erkenntnis liegt darin, dass kapitalistische Mehrwertbildung auf Zugriff und Ausbeutung von zur Natur gemachten Ressourcen geschieht und ohne diese nicht überleben könnte. ÖkofeministInnen sehen darin eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen den Unterdrückungsverhältnissen von Frauensternchen und der Ausbeutung von Natur. Zweitens die Perspektive schwarzer materialistischer FeministInnen wie etwa Hazel Carby, die die Perspektive von Triple Oppression anhand von Race, Class und Gender beleuchtet. Es gilt, die grundlegenden rassistische und koloniale Dimensionen patriarchal-kapitalistischer Verhältnisse in die Analyse mit einzubeziehen. Zentral ist dabei auch, dass anders als in weißen materialistischen feministischen Ansätzen Familie hier als ambivalenter Ort sichtbar wird. We would not wish to deny that the family can be a source of oppression for us, but we also wish to examine how a black family has functioned as a source of resistance to oppression. Als dritten Ansatz möchte ich mich auf Federicis Bezug zu Commons beziehen, die stark macht, dass Commons quasi eine Art Überschuss zu verstehen sind und zwischen denen, die Reproduktionsarbeit leisten, und Commons eine emanzipatorische Nähe besteht. Sie betont in bereits vorhandenen Commons angelegte Möglichkeiten und deren Potenzial zur Schaffung von Reproduktionsformen, die es erlauben, Abhängigkeit von der Lohnarbeit sowie Unterordnung unter kapitalistische Verhältnisse zu überwinden. Und verfolgt die These, dass Commons auch andere Formen von Sozialstrukturen einüben können oder darin eingeübt werden können, die eine ideologische Funktion erfüllen, indem sie die kooperative Gesellschaft vorwegnehmen, im Gegenwärtigen. Doch nicht nur Federici bezieht sich auf Commons. Insbesondere im Zuge von Wirtschaftskrisen ab 2000 oder 2008 wurde die Diskussion um Commons als substanzielle Ökonomie und Sozialform immer breiter diskutiert, auch aufgrund der vermehrten Aufmerksamkeit gegenüber praktischen Umsetzungsformen. Obgleich es keine einheitliche Definition gibt, lassen sich doch Kernaspekte erkennen. Einerseits geht es um die Verwaltung und Nutzung von Gütern jenseits von Staat und Markt durch die Überführung von Privat- und Staatseigentum in Commons. Das kann prinzipiell alles sein. Autos, Kochtöpfe, generell Produktionsmittel. Andererseits geht es darum, neue Commons herzustellen, etwa in Form von Open-Source-Software. Es wird sowohl auf Eigentumsfragen als auch auf Produktionsfragen fokussiert. Erhofft wird sich, durch Commons kapitalistische Ausschlussmechanismen zu überwinden. Daraus leitet sich das normative Ziel ab, die Bedürfnisse aller befriedigen zu können.
Hierbei wird konzeptionell häufig mit einer Trias gearbeitet. Eine Ressource, also Commons, die stofflich und immateriell sein kann, also stofflich und oder immateriell sein kann, den Menschen, die diese Ressource nutzen, in der Literatur häufig als Commoners bezeichnet, und dem Aushandlungsprozess darüber, wie diese Ressourcen genutzt werden sollen, also den Aneignungsregeln. Dies wird als Commoning bezeichnet. Jetzt bitte die nächste Folie. Danke. Federici konzeptionalisiert Commons und Commoning anders, jetzt gerade gehört, nämlich materialistisch-feministisch. Daher die Frage, welche Bedeutung haben Eigentums- und Produktionsaspekte, wenn die Frage der Reproduktion nicht im Zentrum steht? Die These ist dann, wird nicht damit erneut die Bedeutung von Reproduktionsarbeit als Grundlage übersehen? Wenn die transformative Kraft von Commons im Hier und Jetzt gesehen wird und nicht in einer postrevolutionären Zukunft, dann muss die Perspektive umgedreht werden. Da müssen nicht nur Eigentums- und Produktionsformen im Fokus stehen, sondern Reproduktionsformen als Commons. Also die Frage, wie es um die Voraussetzungen für soziale Reproduktion steht. Wer übernimmt die unbezahlte oder schlecht bezahlte reproduktive Arbeit? Und was ist dann Commoning, beziehungsweise kann Commoning sein? Eben nicht, wie eben in der Trias dargestellt, nur der eher technische Prozess der Überführung von Privat- und Staatseigentum in Commons. Materialistisch-feministische Perspektiven auf Commoning setzen die Bedeutung von Reproduktionsarbeit ins Zentrum und bieten die Frage an, wie nicht kapitalistische Sozialbeziehungen möglich sind. Dazu noch einmal Federici. Kein Gemeinsames ist möglich, sofern wir uns nicht weigern, unser Leben und unsere Reproduktion auf dem Leid anderer zu begründen und uns als von ihnen Getrennte wahrnehmen. Wenn Commoning in der Tat irgendetwas bedeutet, dann dass wir uns selbst als gemeinschaftliches Subjekt produzieren müssen. Aber was gemeint gemeinschaftliches Subjekt? Dazu zwei Perspektiven, die ich auch für die Diskussion spannend finde. Vielleicht so. Gedacht etwa als kollektives, revolutionäres Subjekt in Form von Zusammenschluss aller Unterdrückten zu einer revolutionären Klasse. Aber haben wir nicht gesehen, dass dies in der Vergangenheit oft zu Auslassungen und Ausschlüssen geführt hat? Etwa auch bei den älteren weißen materialistischen Feminismen. Wie ist die Vergewisserung möglich, dass wirklich alle gemeint und auch repräsentiert sind? Daher vielleicht auch eher so. Commoning etwas anders gedacht, nämlich als Beziehungsweisen, die das kollektive Subjekt nicht vorwegnimmt. Hiermit kann dann auch eine Auflösung von Grenzziehungen möglich werden, etwa zwischen Mensch-Natur, Commoners und Commons. Mit dieser Perspektive wären wir etwas näher an den neuen materialistischen Feminismen. Commoning als Vielheit, Rhizom und Situiertheit zu denken, als reflexive Vernetzungsform, die in sich die Bedürfnisartikulation der vielen trägt, diese gegeneinander spiegelt und damit die Möglichkeit zur unterschiedlichen Bewertung bietet, ohne die Materialität aus dem Blick zu nehmen. Commoning als Form, in der nicht nur andere Zugangsformen, sondern grundlegend andere Beziehungsweisen denkbar sind, die posthumane und postsouveräne Perspektiven mit einschließt. Zusammenfassend möchte ich sagen, ältere materialistische Feminismen haben intensiv auf die Bedeutung von Reproduktionsarbeit für kapitalistische Verhältnisse verwiesen und damit eine deutliche Erweiterung von Gesellschaftstheorie ermöglicht, die in ihren Fragen weiterhin aktuell ist. Zugleich ist wichtig, dass materialistische Feminismen nicht nur Frauensternchen in den Blick nehmen, sondern verschiedene kapitalistische Spaltungs- und Unterdrückungsverhältnisse. Dies reicht auch bis zu der Frage, welche Bedeutung Essentialisierung und feste Entitäten für kapitalistische Vergesellschaftung haben. Vielen Dank. Wir machen gleich weiter mit Anastasia. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für die nette Einführung, Francesca Raimondi. Danke sehr, Luki Schmitz, für die spannenden Einblicke in die sogenannten alten feministischen Materialismen und deine Forschungsarbeit.
Natürlich auch von mir ganz herzlichen Dank an das Forum Kritische Wissenschaften für das Ausrichten dieser tollen Veranstaltungsreihe, an der ich mich sehr, sehr freue, teilzunehmen. In meinem kurzen Input möchte ich einige Ansätze neomaterialistischer Feministen vorstellen und ein paar sozialtheoretische Konsequenzen anreißen, die diese Position mit sich bringen. Nächste Folie bitte. Größere Bekanntheit erlangten die neuen feministischen Materialismen seit der Jahrtausendwende. Auch wenn man nicht von einheitlichen Denkschulen sprechen kann, ist den auffällig heterogenen Beiträgen ein Fokus auf verschiedene Dinge, Objekte und Materialitäten gemeinsam. Und deren ontologischer, politischer und gesellschaftlicher Status wird neu ausgerottet. Jedoch im Unterschied zu empiristischen Materialismen, unter der Prämisse eines entnaturalisierten, hybridisierten und dynamischen Verständnisses von Materialität und Natur. Und genauso einem Verständnis einer objektiven Realität, die gemacht und prozessual ist. Ganz wichtig dabei ist eine Verschiebung von Handlungsfähigkeit weg vom Menschen, weg überhaupt von Einzeldingen und hin zu Gefügen und Verbindungen. Es sind plurale Netzwerke und heterogene Zusammenkünfte, die in ihren Beziehungen handeln, tätig sind und produktiv sind. Zentrale Positionen und Abgrenzungspunkte der neuen feministischen Materialismen entstehen bereits Ende der 1980er und vermehrt während der 1990er Jahre schon. So sind Motive, von denen sich die neuen feministischen Materialismen absetzen, die Wichtigkeit der Psyche in der Ausgestaltung materieller, vergeschlechtlichter Körper, wie sie feministische PsychoanalytikerInnen vertreten zum Beispiel. Auch das Herausstellen der sozialen, ideologiegeleiteten Produktion biologischer Geschlechter, genauso wie eine hohe Wirkmacht der Sprache dabei in gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie zum Beispiel konstruktivistische Feminismen hervorheben. Diese zwischen den 1970er und 2000er Jahren vorherrschenden Debatten innerhalb der Feminismen würden die materiellen Voraussetzungen der Gesellschafts- und Geschlechterverhältnisse aber vernachlässigen. Nächste Folie. Gemeint als materielle Verhältnisse sind hier aber nicht allein gesellschaftliche Produktionsbedingungen, Eigentum oder lediglich die kapitalistische Trennung der Produktions- von der Reproduktionssphäre. Gemeint sind hier die tatsächlichen Materialitäten, welche Geschlecht, Gesellschaft, Kapitalismus überhaupt erst ermöglichen. Spätestens mit den sozialkonstruktivistischen Feminismen seien aber genau diese um ein weiteres marginalisiert worden. Sozialkonstruktivistische Feministinnen kritisieren zwar, dass unsere Gesellschaft das Geistige bevorzugt, dass Vernunft und Rationalität mit Männlichkeit assoziiert werden und als potent und tätig und handlungsfähig gelten, während materielle Körper und die nichtmenschliche Natur irgendwie weiblich sind, irgendwie biologisch fixiert und als feststehende Essenz passiv und verfügbar. Aber gerade eben diese Feministinnen verwenden aus Angst vor Essentialismus auch nur Motive wie eine ideologiebefreite Vernunft, die patriarchale Repression, hinter sich lassende Psyche und eine möglichst wenig herrschaftsförmige Sprache. Vor allem hier wird Potenzial für Veränderung und Emanzipation angesiedelt. Problematischerweise aber würde gerade der echte, gelebte Körper verschwinden vor dem Hintergrund feministischer Bemühungen, nicht essentialistische, antibiologistische und entnaturalisierte Perspektiven auf Körper zu entwickeln. Zum Beispiel sei es absurd, ausgerechnet in der Auseinandersetzung mit vergeschlechtlichten Körpern die biologischen, chemischen und physikalischen Dynamiken körperlicher Materialität nicht auch für sich sprechen zu lassen. Warum nimmt man eigentlich nicht in Diskussionen um das Geschlecht die Materialität von Körpern mindestens ebenso ernsthaft in den Blick wie gesellschaftliche Fragen? Immerhin ist der Mensch vor allen Dingen Körper. Sein Geist ist verkörpert, seine Vernunft ist verkörpert, seine Gesellschaften und Kulturen sind verkörpert, seine Politik ist verkörpert und in ständigem Austausch mit anderen und vielfältigen Materialitäten. Außerdem reduziere ein konsequent nicht essentialistisches Verständnis von Materie und Geist und alles, was mit Geist in Verbindung steht, wie Kultur, Gesellschaft, Sprache, nicht einfach auf ein physikalisches Ausführen von Naturgesetzen, wie es vielfach heißt. Daher muss man sich auch eigentlich überhaupt gar nicht davor fürchten, die Dinge selbst zu adressieren. Denn eine konsequent nicht-essentialistische Auffassung begreift die materielle Körperlichkeit von Menschen, aber auch die verschiedenen nichtmenschlichen Materialitäten in der Welt als in sich bereits über verändernde, tätige, umwälzende Eigenschaften verfügend, die es sich durchaus zu betrachten lohnt.
Es geht den neuen feministischen Materialismen also darum, nicht bei Motiven gegen den Essentialismus stehen zu bleiben, die allein soziale Kontingenzen, allein die gesellschaftlichen produktiven Kräfte in den Vordergrund rücken. Es geht darum, auch den von sich aus schon kontingenten, gemachten und produktiven Charakter materieller Körper und anderer Materialitäten zu betrachten. Materielle Phänomene seien selbst schon dynamisch und eigensinnig genug, um essentialistische und verdinglichte Weltbilder zu sprengen. So brauchen wir gar nicht erst einen vermittelnden Umweg über Psychoanalyse, Semiotik oder sozialen Konstruktivismus, sondern können die materiellen Verhältnisse direkt und vor allem mit interdisziplinären Ansätzen fassen und Einsichten der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften mit den Naturwissenschaften ins Gespräch. Überhaupt spielen in jeder gesellschaftlich, politisch, kulturell relevanten Situationen, in jeder Form der wissenschaftlichen Wissensproduktion viel mehr und verschiedene Faktoren zusammen. Viel, viel mehr als einzelne Disziplinen jemals erheben könnten. In der Produktion von Wissen zum Beispiel kommen Geschichten, verschiedene Menschen mit ihren jeweiligen Positionen und Zielen ebenso zum Tragen wie Instrumente, Messungen, Laborarrangements, Geld, geografische Lage, politisches Regime und weiteres. Es gibt also keine bereinigte Form der puren Realität, der puren Objektivität, die wir erlangen können und über die wir verfügen können, sondern wir müssen verstehen, dass sich hochgradig verschiedene Elemente auf spezifische Weise miteinander verbinden, um Fakten, um Realitäten zu schaffen. Und dabei ist kein Element von besonderem Wert. Jedes Element ist wichtig in der Herstellung unserer Realität und Objektivität. Arbeiten wir interdisziplinär? Können wir zum Beispiel mit der Biologie sehen, dass körperliche Materialität nicht etwas Fixiertes und Bloßgegebenes ist, sondern im Verbund mit anderen Materialitäten sich ständig verändert. Mit der Quantenphysik lässt sich herausstellen, dass Gegenstände erst in ihrer Begegnung zur Existenz kommen und auf subatomarer Ebene quasi jedes Teilchen eines Gegenstands mit mehreren anderen verwoben ist. Man sieht, dass nicht Einzelnes, sondern Verkopplungen, Beziehungen und Verschränkungen Ausgangspunkte sind, weil nichts isoliert und alleine existieren kann. Die in Beziehungen hervorgebrachten Gegenstände verändern sich mit und in den Verbindungen, sind also nicht fest. Sie werden von diesen Verbindungen ausgemacht. Manche Abhängigkeiten lösen sich auf, neue Bezogenheiten werden geknüpft. Jeder Gegenstand verändert sich damit. Der ganze Zusammenhang verändert sich mit den Beziehungen und ebenso wie alle Elemente in diesem Beziehungsgefüge sich mit der verändernden Beziehung verändern. Und es ist eben diese Einsicht, die eine Perspektive verunmöglicht, materielle Phänomene als feststehend, unveränderlich und passiv anzusehen. Denn wenn sie durch Beziehungen hervorgebracht sind, sind Gegenstände nicht nur innerlich dynamisch, sondern auch Selbstbeziehungsglieder, die andere Gegenstände mit hervorbringen, andere Phänomene mit in Kraft setzen. Diese Auffassung hat außerdem auch Konsequenzen dafür, wie wir Andersheit und Fremdes und Differenz konzipieren, nämlich als immer schon da, immer schon Teil des Ganzen. Sie sprengt die Idee einer selbstidentischen Essenz und der Abgeschlossenheit von Gegenständen. Phänomene sind in dieser Perspektive immer durchlässig und hybride, immer von anderem durchdrängt. Sehen wir genau hin, kann man Gesellschaft, Technik und Natur nicht voneinander isolieren. Daher kommt es mehr auf die Analyse von konkreten Beziehungen an, als darauf, Gegenstände in einer stabilen, festen und mehr oder weniger fixierten Seinsform zu bestimmen. Zur Konsequenz hat dies, dass wir neue, hybride, dynamische und relationale Perspektiven einzunehmen lernen müssen. Wir müssen anerkennen, dass alle Verhältnisse, die wir adressieren, in multiplen und sich überlappenden Abhängigkeitsbeziehungen vorherrschen, die in sich lebendig sind. Es sind nicht einzelne Gegenstände, die die Macht haben, Dinge hervorzubringen, Sachverhalte unidirektional zu gestalten. Es sind nicht einzelne Elemente, die handeln, treiben, produzieren, sondern ihre spezifischen Verbindungen. Außerdem verändert eine solche Perspektive auch das, was wir als menschliche Subjektivität auffassen. Als Gesellschaft, als emanzipatorische politische Praxis. Nicht nur lassen sich Körper und Geist überhaupt gar nicht sauber voneinander abgrenzen, sondern es ist unangebracht, davon auszugehen, dass nur der Mensch, nur Gesellschaften zu emanzipativen Handeln in der Lage sind, also nur menschliche Gesellschaften.
Denn handelnde Aktivität lässt sich nicht mehr eindeutig jemandem bestimmten zuschreiben, sondern ist dezentriert, verteilt sich über miteinander verkettete Dynamiken und ist nicht zuletzt deshalb vor allen Dingen auch nicht menschlich. Anstatt von einer souveränen Subjektivität auszugehen, die sich der nichtmenschlichen Natur und Technik bedient und sich dabei aber fein säuberlich von einer passiven materiellen Welt abgrenzt, ist menschliche Handlungsfähigkeit als durchdrungen von materiellen Mikro- und Makroprozessen sowie als planetarisch und technologisch eingebettet anzusehen. Subjekte haben also keine ontologisch höherwertige Stellung mehr über der nichtmenschlichen Technik und Natur. Menschen, ihre Institutionen, Kulturen, Diskurse und Politiken sind vielmehr ein Ausdruck und lediglich ein kleiner Teil des komplexen Zusammenspiels umfassenderer materieller Prozesse, Ergebnis ihrer je spezifischen Eingebundenheit in materielle Dynamiken. Wir müssen also unseren Politikbegriff auf nichtmenschliche Kräfte und Verhältnisse ausweiten und sie nicht länger ignorieren, sondern besser verstehen lernen, besser mit ihnen umgehen lernen. Wir brauchen neue Perspektiven, neue Methoden, neue Formen und Adressierungsweisen unserer stets komplexer, hybrider und dynamischer werdenden Welt. In sie eingebunden kann Gesellschafts- und Herrschaftskritik immer nur radikal immanente Kritik sein, weil es schlicht kein außerhalb der materiellen Verhältnisse gibt. Politische Kämpfe sind immer Kämpfe verschiedenartig zusammengesetzter Gefüge, Beziehungen, die sich, wenn überhaupt, dann nur punktuell und situativ zusammenstellen lassen. Man geht mit den jeweils konkreten Machtverhältnissen um und mobilisiert vielleicht eine Gegenmacht, wird aber niemals dazu kommen, Macht per se abzuschaffen. Denn ob wir wollen oder nicht, wir bleiben verbunden mit den materiellen, heterogenen, nichtmenschlichen Verhältnissen, die wir als ein ebensolches Kollektiv, wir sind selbst nicht menschlich in uns, zwar mitgestalten, aber genauso wenig verlassen können, wie wir es beherrschen, bestimmen und voraussehen können. Daher soll man in der Perspektive neomaterialistischer Feminismen nicht von vornherein Prinzipien, Leitlinien oder Sätze festlegen, was als emanzipatorisch gilt und was eine zu überwindende Herrschaft sein soll. Stattdessen müsste man anerkennen, dass es komplizierter ist und dass sich in emanzipatorischen Phänomenen zwangsläufig auch unterdrückende Elemente befinden, die man ernst nehmen muss. Und dass sich natürlich auch in Herrschaftsform Widerspruchspunkte finden lassen und Widerstandspunkte zum Einsetzen. Daher soll man in der Perspektive feministischer Neomaterialismen nicht einfach nach einem irgendwann mal festgelegten und dann vorgegebenen Plan nach Normen und Kriterien handeln, sondern die jeweilige Situation mit ihren Abhängigkeiten und Bezogenheiten immer nur jeweils konkret und je für sich genommen beurteilen und darin erst Einsatzpunkte und Möglichkeiten, aber auch den Preis des Emanzipatorischen herausarbeiten. Das können wir ja dann diskutieren. Ja, super. Vielen Dank. Sollen wir wieder ein drittes Mal? Ja. Wir können jetzt aber auch zu einfach alle Plätze mal einnehmen. So, also vielen Dank euch beiden für diese Inputs, die, ja, wie Sie gesehen haben, sozusagen erstmal ältere Perspektiven, also älter bis hin, also ab den 1960er Jahren, aber ne, so und das, was man jetzt unter neuere Materialismen diskutiert. Und vielleicht, damit wir erstmal sozusagen ins Gespräch kommen, könnten wir dieses Verhältnis von alt und neu etwas näher beleuchten. Und wir haben von dir ein sehr differenziertes Bild von altem Materialismus. Also du hast jetzt nicht nur von marxistischen Positionen, sondern auch Ökofeminismus und schwarzer Feminismus irgendwie ins Spiel gebracht. Und es stellt sich dann eben die Frage, ob man zwischen alt und neu so etwas wie eine Zäsur annehmen sollte oder ob man dieses Verhältnis von alt und neu eher anders zu rekonstruieren hat. Also eher als eine Weiterentwicklung oder vielleicht auch teilweise eine Selbstüberwindung, Selbsttransformation des Feminismus. Also bei dir trat das ja auf. Also sozusagen Teile sind wirklich auch Selbstkritiken des Feminismus und der Ausschlussverhältnisse, die dadurch, die im Feminismus selber, also durch die weiße Perspektive stark entstanden sind, als Ergänzung und Erweiterung, ja, die dadurch auch zustande gekommen sind, dass neue Problemlagen, auch andere Wissensformen nochmal, also nur der Bezug zu Naturwissenschaften ist dann stärker bei den neuen Materialismen ins Spiel gekommen. Also so, dass man sozusagen jetzt
dieses Alt und Neu nicht unbedingt eben als eine, ja, so eine scharfe Trennung dazwischen aufnehmen muss, sondern wie konstelliert man? Ist es eine Ergänzung? Und vielleicht, ja, an welchen Stellen würdet ihr sozusagen miteinander eher in Streit geraten oder sozusagen euch reiben? An welchen Stellen habt ihr das Gefühl, ihr braucht einander? Ja, also sozusagen die Perspektiven, die ihr aufgemacht habt, um, ja, umfassend sozusagen eine patrialistische Perspektive zu vertreten. Und ich weiß nicht, wer jetzt anfangen möchte. Ich kann gerne auch nochmal sozusagen auch nochmal so ein bisschen herausschälen, was eigentlich diese alten materialistischen Feministen als Ausgangspunkt hatten. Aber vielleicht vorab, wo ich eine ganz starke Gemeinsamkeit sehe, ist nämlich, wenn man die Frage stellt, wie feministische Gesellschaftskritik oder auch Wissenschaftskritik gelingen kann, sozusagen. Also da haben wir einen ganz starken Kontinuitätspunkt, aber natürlich bei der Frage, was heißt eigentlich das Materielle oder das Materialistische, da sehe ich deutliche Differenzen auch. Und die gibt es, gilt es jetzt vielleicht auch nochmal auszuloten. Ja, vielleicht aber nochmal ganz kurz. Ja, zu diesem marxistisch-materialistisch-feministischen Debatte entstand ja in den 60er, 70er Jahren, insbesondere als Reaktion auf eben eine erneute marxistische Auseinandersetzung mit Gesellschaftsverhältnissen, also sozusagen die neue Linke. Und darin sahen eben diese materialistischen Feministinnen die Kritik, dass wieder nur auf Produktionsarbeit abgezielt wird und die ganze Reproduktionsarbeit letztendlich in ihrer Bedeutung aus dem Blick genommen wurde. Und genau darauf insistieren sie und arbeiten sich sozusagen da auch an einer marxistischen Vorstellung von Materialismus ab, nämlich klassisch gesehen eben, dass die Verhältnisse halt eben durch die produzierenden Personen selbst hervorgebracht werden, aber sie natürlich dialektisch halt eben auch in diesen Verhältnissen leben und in diesen Verhältnissen ausgebeutet werden. Und da haben die materialistischen Feministen halt gesagt, Moment, für diese Produktionsarbeit ist ja eigentlich erstmal die Reproduktionsarbeit, also die Wiederherstellung der Arbeitskraft, aber eben halt auch die Schaffung von Leben, was dann Arbeiterin werden kann, notwendig. Und ja, diese Kritik wurde halt formuliert. Ich denke, das ist erstmal so ein Materialismusverständnis, was wir da haben, was sich doch deutlich von dem des Neomaterialismus erstmal unterscheidet, weil in diesen immer noch mit festen Entitäten von eben Frau und Mann, Abgrenzung von Natur, eben gedacht wird. Und das vielleicht erstmal soweit aus meiner Perspektive jetzt. Ja, also man sagt halt ganz häufig, dass sich die neuen feministischen Materialismen vor allem von poststrukturalistischen Feminismen abgrenzen und diese aber auch weiterführen in einer besonderen Form. Allerdings würden oder sagen feministische NeomaterialistInnen von sich, dass sie auch an alte feministische Materialismen anknüpfen, indem sie natürlich die Frage der Ausbeutung von Arbeit, der Ausbeutung von Natur adressieren, halt aber auf eine andere Weise, eben nicht mit festen Entitäten. Und Arbeit wird dort dann nicht als etwas Menschliches begriffen, sondern ja, der produzierte Charakter der Welt verhält sich dann ein bisschen komplizierter und nicht nur Menschen arbeiten, sondern auch verschiedene Materialitäten tun etwas, um Verhältnisse zu gestalten. Insofern wäre da eine Verschiebung. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Arbeits- oder Reproduktions- und Kapitalbegriff anders diskutiert wird, zumindest nicht in diesen klassisch kapitalismuskritischen Versionen. Erstmal so viel. Also doch sozusagen Reibungsflächenunterschiede. Jetzt eben hast du gesagt, oder habt ihr eigentlich beide gesagt, sozusagen, was jetzt den neuen Materialismus ausmacht, ist, dass da eben eine Konzeption von Materialität, die fluide ist, ist also sozusagen in einem Input sehr stark ausgeführt, war jetzt gar nicht mehr nochmal zu sagen, also, ne, und dass das für den
älteren Materialismus in dieser Form nicht der Fall ist, also dass sozusagen wirklich die Befragung und Neukonzeptualisierung von Materialität selber eher ein Charakteristikum des, der neueren Positionen ist. Aber vielleicht kann man das auch ein bisschen dahingehend hinterfragen, dass man, also dass gerade die Perspektive auf Reproduktion ja im Grunde genommen auch so eine dynamisierte Vorstellung von, ja, also sozusagen das Materielle nicht einfach als vorgegeben, ja, ausbeutbar versteht, sondern als etwas, was im hervorgebracht, also was eine Tätigkeit hinter sich hat, sodass man dann eher das sagen könnte, die neueren Materialismen buchstabieren etwas aus, was dort vielleicht im Keim auch schon gedacht ist, in dieser Form, also in diesem Denken von Materialität. Und natürlich sind auch ältere Materialismen solcher Art. Und da frage ich mich, ob jetzt sozusagen diese Front gegen den Sozialkonstruktivismus wirklich so stark gemacht werden muss, wie das teilweise der Fall ist. Weil natürlich wird da auch beim älteren Materialismus klarerweise gesagt, die Position der Frau ist gemacht durch die Spaltungen, auf die du hingewiesen hast, ja, auf die als sozusagen Strukturmerkmal von Kapitalismus, also dass der Kapitalismus sozusagen eine häusliche Sphäre abspaltet von der Erwerbssphäre und dadurch eben auch die Position der Frau mitkonstituiert. Und das ist sozusagen auch das Materialistische daran, also dass sozusagen Sozialverhältnisse, dort sind es eher Sozialverhältnisse, aber ich würde sagen, sie sind absolut materiell gedacht, also bis in die Körperlichkeit hinaus, in die Fähigkeiten der Frauen, die sozusagen in der Küche einfach ja, nur bestimmte Fähigkeiten, wenn überhaupt, ausüben können und so weiter. Insofern würde ich jetzt sozusagen diese Rede von Materialität nochmal hier ins Spiel bringen wollen und schauen, ist es nicht doch so, dass diese zwei Phasen, sagen wir mal, ja, vielleicht noch stärker in Zusammenhang gebracht werden können. Aber irgendwie diese Beweglichkeit von Materialität vielleicht anders adressieren. Einmal eher über Sozialverhältnisse und ökonomische Verhältnisse und einmal direkter, wie du meintest, die tatsächliche Materialität. Aber dann kommt halt heraus, ne, diese tatsächliche Materialität ist Produkt selber von Prozessen, Beziehungen jeglicher Art. Und da ist es aber ein bisschen spezifischer genannt. Mhm. Also da wird gesagt, okay, da gibt es halt eben ökonomische Verhältnisse und die sind so und die schaffen dann Trennungen. Ja, absolut. Also vielleicht kann ich da auch nochmal zwei Aspekte benennen, nämlich einmal die Frage auch von dem Gebären. Ne? Also das wird halt auch in den älteren Texten, es gibt da Positionen, die das halt sehr schroff eben so formulieren, als eben damit wird neue Arbeitskraft quasi hergestellt. Aber es gibt halt eben auch die Auseinandersetzungen, die vielmehr eben auf diesen Abspaltungsprozess hindeuten. Ne? Also die sozusagen in gewisser Weise die Leiblichkeit erstmal auch mittragen und damit ja auch, ja, da vielleicht eben nicht nur Frau stellt Arbeitskraft her und das nicht ganz so scharf vielleicht formulieren, sondern auch darin eben diese, ja, diese Beziehungen, die entstehen, vielleicht auch in gewisser Weise so Momente von, hier könnte es doch eigentlich auch anders sein. Ne? Also das so aufgeben, also da auf den Weg geben, das kann man durchaus rauslesen. Das Zweite, und ich hatte das ja auch schon genannt, so die ökofeministischen Perspektiven, die ja eben entstehen auch als eine Erweiterung einmal dieser älteren materialistischen Feminismen, nämlich in dieser Frage, die sie aufgreifen, nämlich dass Frauensternchen oder Weiblichkeit halt ideologisch in die Nähe von Natur gestellt wird. Und da dann halt eben verschiedene Schwerpunkte auch entstehen, dann gibt es natürlich diese Auseinandersetzungen, die sagen, was produziert Natur eigentlich und wie wird das kapitalistisch auch in die Mehrwertproduktion eingespeist? Aber es gibt halt eben auch die Perspektiven oder die Argumente, die da eben halt so eine Hybridität auch sehen zwischen, ja, vor allen Dingen erstmal dann vielleicht auch doch essentialistisch, aber doch auch irgendwie Weiblichkeit und Natur und da halt einfach eine gewisse Nähe und damit dann auch ein gewisses Kritikpotenzial sehen.
Ja, und die neuen Materialismen greifen aber genau eben dieses Bild auf, dass Weiblichkeit mit Natur assoziiert ist und auch eben in so einem ausbeuterischen Verhältnis zu Männlichkeit steht. Also Männlichkeit beutet Weiblichkeit aus. Ob es jetzt der Geist ist, der über die Körperlichkeit herrscht, oder der Mensch, der irgendwie als männlich imaginiert wird, über die Natur und Technik herrscht. Das wird aufgegriffen von den neuen feministischen Materialismen und durch ein, naja, eben sozusagen auf so einer meta- oder theoretischen Ebene ausgehoben. Also mit den neuen feministischen Materialismen lässt sich so ein dualistisches Verhältnis überhaupt gar nicht mehr denken, sondern ganz im Gegenteil argumentieren sie halt dafür, dass eben Subjektivität und das Geistige total verkörpert ist. Also das macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob es jetzt ein Körper oder ein Geist ist. Es gibt keinen Geist, der irgendwo über der Erde schwebt und sich die Erde untertan macht. Genauso. Es ist total falsch, dass Menschen von sich denken. Es wird auch häufig von einem menschlichen Narzissmus gesprochen, wenn die denken, sie können über der Natur stehen und sind total besondere Tiere, weil sie sprechen und denken können und sich deswegen die Erde untertan machen. Nein, wir sind alle eingebunden, wir sind alle von dem gleichen Stoff. Das wird auch immer wieder aufgerufen als Motiv. Und genau das macht halt eben diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern schon mal unmöglich und eben diese hierarchisierende Aufteilung von ja, binären Gegensatzpaaren, was auch immer, also da gibt es ja verschiedene. Aber Geist und Körper, Materialität und Immaterialität sind sozusagen die grundlegenden Motive. Ja, was ich interessant finde, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz andiskutieren. Du meintest in deinem Vortrag auch, das Kapital spaltet und dann es könnte anders sein. Und das finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt, wo sich die alten und neuen feministischen Materialismen berühren und auch unterscheiden, weil die neuen feministischen Materialismen würden sagen, es gibt nicht sowas wie das Kapital, das dann irgendwas tut und spaltet, sondern das Kapital ist mit anderen Elementen in allem irgendwie drin und agiert auch irgendwie zusammen mit vielem. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das Kapital alles vereinnahmt und dann was macht. Und das heißt, in diesem inneren Verhältnis kann es sozusagen schon jederzeit anders sein. Also es ist vielleicht ein kleinerer oder so ein mikroprozessualerer Kampf oder so eine Perspektive, die in das Kleinere oder auch das Umfassendere und Kleine gleichzeitig geht. Genau, also. Ja, also ich würde sagen, ne, sprachlich wird halt häufig zwischen der Spaltung von Kapital und Arbeit gesprochen, ja klassisch, und jetzt würde man halt sagen, zwischen Kapital und Reproduktionsarbeit. Gleichzeitig, wenn man das halt eben dialektisch fasst, dann ist ja auch diese Frage, also dann ist ja schon die Frage, einmal leben halt die Menschen in der Perspektive, jetzt in der älteren Perspektive, unter diesen Verhältnissen, gleichzeitig bringen sie aber auch permanent hervor. Und die Frage ist halt, wie bringen sie sie hervor? Und da wird dann halt gesagt, durch Arbeit. Aber klar, also es gibt halt eben diese Abgrenzung zwischen eben Arbeitskraft, Produktionsmitteln und so auch sprachlich, ne? Und auch zwischen Frau und Mann. Also es gibt schon noch eben, es ist nicht so hybride angelegt, aber wie gesagt, wie wir ja auch schon gesagt haben, dieser Reproduktionsbegriff bietet sich halt eben an, das auch ja ein bisschen aufzulösen oder eben zu hinterfragen. Mir ist aufgefallen, als du vorgetragen hast, dass jetzt sozusagen der Vokabular bei dir tatsächlich immer produktiv, also es ist produziert gemacht und der reproduzierte Aspekt da eigentlich gar keinen richtigen Ort hat, sondern sozusagen immer nur das Produzierte. Und da dachte ich, ist vielleicht tatsächlich von der anderen Seite her eine interessante, sozusagen interessantes Gespräch, was man da nochmal führen kann, also wo man sagen könnte, von den älteren Feminismen kommt mit dieser Betonung, die natürlich auch darauf hinaus wollen, dass diese scharfe Trennung von Produktion und Reproduktion nicht möglich ist, aber trotzdem da auch nochmal einen Unterschied irgendwie auch oder eine zusätzliche Dimension aufmachen, die da vielleicht ein bisschen untergeht in diesem prozessualen, produktiven Vokabular. Das jetzt nur so als Kommentar, weil ich den anderen Punkt eben interessant fand mit der kritischen Perspektive. Und das war ja bei dir mit dem Hinweis auf Commons als sozusagen quasi reale oder präfigurative Zusammenhänge, in denen auch schon andere Gesellschaftsformationen gelebt werden können, schon vorhanden, also sozusagen als Möglichkeiten innerhalb existierender Verhältnisse
auf ein anderes irgendwie hinweisen, auf eine andere mögliche Gesellschaftsformation. Und das hast du ja auch betont. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich so ein bisschen Unterschied in der kritischen Blickweise oder sozusagen der Beschreibungsweise von Herrschaftsverhältnissen. Da könnte man tatsächlich sagen, so ältere Positionen reden vom Kapitalismus, von ganz bestimmten eben Spaltungsprozessen und so weiter, und neuere hinterfragen das. Und ich habe das Gefühl, auf beiden Seiten ist was Richtiges, weil einerseits muss man, also sind diese Spaltungen, haben natürlich reale Wirkungen. Also wir reden, haben ganz lange über Frauen und Männer geredet, oder die haben halt eben, der eine Part verdient aber weniger, der andere mehr und so weiter. Und das kann man nicht alles so verflüssigen. Und gleichzeitig gibt es auch eine Gefahr vielleicht in dieser Rede von der Kapitalismus und den Strukturen, der auch für die kritische Perspektive wichtig ist, zu hinterfragen. Ja, absolut. Also das Problematische ist halt ja eben, dass ich würde sagen, damit der Versuch gemacht wurde, gesellschaftliche Verhältnisse in gewisser Weise möglichst griffig kritisieren zu können, halt auch. Aber eben ja immer mit der Frage verbunden, was werden eigentlich für Perspektiven auch ausgeschlossen. Mhm. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Der andere Aspekt mit Commons, damit schwingt ja auch eben so eine Neukonfigurationsidee letztlich auch irgendwie schon mit, zu sagen, in der Reproduktionsarbeit liegt eben eine Möglichkeit, anders zu agieren, sich selbstreflexiv vielleicht irgendwie nochmal damit auseinanderzusetzen, wofür eigentlich diese Reproduktionsarbeit geleistet wird, weil sie vielleicht auch nochmal eine andere soziale Komponente hat. Also weil es halt eben nicht, jetzt wenn wir bei dem klassischen Bild irgendwie von Marx oder so, weil es eben nicht darum geht, einen Hammer zu produzieren, sondern weil es vielleicht auch darum geht, Leben zu produzieren. Und natürlich wird auch vielleicht Neomaterialismus sagen, naja gut, aber auch ein Hammer hat irgendwie, sozusagen ist es nicht einfach nur ein Objekt sozusagen oder ein Gegenstand, der jetzt völlig losgelöst ist. Und ich glaube aber, was halt wichtig ist, ist auch, dass auch diese Denkweise der alten materialistischen Feminismen, das habe ich ja auch versucht in der Kritik an einzelnen Commons-Argumenten oder Commons-Perspektiven deutlich zu machen, dass das weiterhin auch immer noch eine wichtige und aktuelle Perspektive ist. Also ich glaube, beide Perspektiven sind total relevant, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse oft immer noch verschiedene Formen von Tätigkeiten unterschiedlich bewerten und das anhand eben dieser binären geschlechtlichen Kodierung. Und auch wenn es Aufbruchsversuche gibt, sozusagen da drin, das aufzubrechen, dann beispielsweise wird es juristisch aber nochmal ganz anders verankert. Also ich glaube, das ist ein bisschen, warum es eben beide Perspektiven halt auch einfach braucht, als neue Denkformen oder andere Denkformen, so inspirierende Denkformen, die quasi nochmal eine Erweiterung bieten können. Ja, absolut. Also man sagt halt häufig, dass diese Verflüssigungstendenzen auch gefährlich sind, weil man dann nicht mehr die richtigen Unterscheidungen sozusagen treffen kann. Aber das muss nicht zwangsläufig zutreffen, sondern es kann ja auch sein, dass man, wenn man das wirklich ernst nimmt und wirklich jede Situation für sich nimmt und kritisiert, dann braucht man halt diese großen Kategorien auch überhaupt gar nicht. Natürlich beim Recht verhält es sich, also da steht wirklich irgendeine Institution Menschen gegenüber oder Verhältnissen gegenüber, aber auch die kann man so adressieren, dass man schaut, was da alles daran teilhat und genau das sehr konkret in der jeweiligen Version der Ungerechtigkeit, was ja für andere ja nicht unbedingt eine Ungerechtigkeit ist. Also Männersternchen profitieren ja derzeit sehr von Reproduktionstätigkeiten verschiedener Frauensternchen. Und insofern, also da gibt es halt immer auch verschiedene Interessen. Und ich glaube, wenn man die ehrlich gegeneinander abwägt und wenn man so viele Teile wie möglich einbeziehen kann, dann kann man vielleicht auch eine direktere Veränderung anstreben, weil wenn wir zum Beispiel von Aufständen von unten sprechen oder dass sich Leute vereinen, dann
irgendwie bricht das häufig mit der Realität, weil es gibt natürlich Aktivismus und politische Praxis von unten, aber das ist irgendwie anders, als wir uns das vorstellen. Und häufig sind die Ungerechtigkeitsverhältnisse in unglaublich vielfältige Dynamiken eingebunden, die wir manchmal vergessen zu adressieren. Eben, keine Ahnung, reiche Leute profitieren von Armut und wissen das aber auch. Und das ist für die vollkommen in Ordnung. Also sowas gucken wir uns seltener an und sagen eher, gehen wir von unten sozusagen zusammen auf die Straße und verändern die Verhältnisse. Aber da ist ein ganz großer Überbau, den wir gar nicht unbedingt immer so gut mit in den Blick nehmen. Aber da eben gerade für den Überbau, also du meintest, oder sozusagen wir waren beim Recht, aber man könnte natürlich ökonomische Strukturen, Arbeitsverhältnisse, all diese Sachen, man kann natürlich sagen, die sind verflüssigt, also sozusagen, wenn man mit einer mikropolitischen oder mikroökonomischen Perspektive da drauf schaut, sind die natürlich auch im Wandel, aber gleichzeitig eben reproduzieren sich da bestimmte Muster. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, für die Kritik brauchen wir so ein bisschen, ist das gar nicht so falsch, ja, sozusagen so ein bisschen Holzchen, also ne, sozusagen Kräfteverhältnisse zu erstmal auszumachen, die sich trotz Wandel irgendwie dann doch auch hartnäckig reproduzieren. Davon kann der Feminismus natürlich ein Lied singen, also ja, wie sozusagen trotz verschiedener und dass man denkt, ja, jetzt ist sozusagen gibt es an der und den Stellen, ja, Gleichheitsangebote, ja, und trotzdem ist es immer noch so, dass die Reproduktionsarbeit ungleich verteilt ist, dass ein Gender Pay Gap vorherrscht und solche Sachen. Und da frage ich mich, ist es für diese sozusagen Phänomene, braucht man nicht eine besondere Form von Gesellschaftskritik, die vielleicht ein Tick stärker dann doch auch mit fixierten, ja, sozusagen Identitäten und auch Kräfteverhältnissen operiert? Ohne dann aber zu vergessen, was du sagst und natürlich auch mit dem Korrektiv vielleicht sozusagen immer wieder neu zu justieren und auch zu hinterfragen, inwiefern man mit dem Kapitalismus nicht eine Identität schafft, die es so gar nicht gibt. Ja, aber ob man nicht sozusagen an der Stelle Diagnose und kritische Formen braucht, wie der ältere Materialismus, die glaube ich stärker, also einfach weil es sehr stark gesellschaftskritisch und gesellschaftstheoretisch operiert. Und das tun die neueren Materialisten natürlich in gewisser Weise auch, aber deutlich weniger, würde ich sagen. Die sind tatsächlich mehr interessiert an der, ja, vielleicht produktiven, auch kreativen Neubeschreibung von Verhältnissen, die selber auch eine kritische Dimension hat, aber die in eine andere Richtung geht. Und vielleicht, also hast du ja selber auch ein bisschen angesprochen, dass diese Kritik auch häufig da auch formuliert wird. Oder würdest du, ja, also kann man da doch sozusagen so eine, na, so eine Verbindung von zwei verschiedene, also irgendwie verschiedene, irgendwo reiben die sich, und aber in gewisser Weise habe ich das Gefühl, wir brauchen einfach beide, um sozusagen einerseits kritisch zu sein und andererseits eben transformativ, an den richtigen Stellen dann auch transformativ zu operieren. Ja, also bei den neuen feministischen Materialismen ist es ja nicht so, dass sie behaupten, alles ist irgendwie beliebig mit allem Möglichen verbunden, sondern der Fokus liegt halt darauf, dass Sachverhalte so netzwerkartig sind, dass man sie als Netzwerk ansehen muss. Das heißt aber, dass bestimmte Netzwerke auf bestimmte Weise verbunden sind und bestimmte Elemente zu diesem bestimmten Netzwerk führen. Und als solche können sie auch auf eine bestimmte Weise adressiert werden, halt aber nicht von vornherein oder halt nicht sozusagen, ja genau, halt nicht als eine Entität, die es vielleicht gar nicht so gibt. Und das macht es, ja, das macht es weicher. Also es ist nicht irgendwie so konsolidierte Herrschaftsformen lassen sich damit nicht adressieren, indem man sie komplett niederreißt, sondern man nimmt sie schon als dynamisches Spiel. Also es gibt nicht so eine ganz feste Herrschaftsform, die man irgendwie einfach dekonstruieren muss, sondern sie ist schon gewissermaßen flexibel und da geht man rein und arbeitet mit. Genau, und das heißt halt nicht, dass es nicht, dass die neomaterialistischen Feminismen nicht davon ausgehen, dass überall Kapitalismus und überall Produktion und Reproduktion schon drin ist. Aber genau, das tun sie doch. Ja, also ich glaube auch, dass klar, irgendwie so feste Kategorien natürlich schnell ein Ansatzpunkt für Kritik sind, weil man sich das dann ja auch so schafft. Ne? Also sozusagen, es ist halt
erstmal vielleicht vom Verständnis, das meinte ich ja auch eben, dann leichter zu sagen, ja, aber in der neuen Linken wurde damals halt eben die Bedeutung von Reproduktionsarbeit einfach übersehen und damit hat man dann eben halt eine ganz klare Kritikkante sozusagen. Gleichzeitig geht es aber ja auch darum, eben reflexiv irgendwie zu denken. Und ja, also ich denke, da ist so die Frage, wie kann es irgendwie dialogischer vielleicht gehen? Und damit will ich dann auch die Kritiken, die es eben an diesen weißen, alten, materialistischen Feminismen halt eben berechtigterweise ja auch gab, wenn man die hinzunimmt, dann fliegen eben so Kategorien wie die bürgerliche Familie oder die Arbeiter in Kleinfamilie ist nur so strukturiert, die fliegt dann halt eben so ein bisschen einem um die Ohren, weil es halt eben andere Konzeptionen von Familie auch gibt, wo nochmal ganz andere Unterdrückungsverhältnisse zusammenkommen, aber dann auch unterschiedlich gelagert sind. So, ich glaube, das dann zu erweitern, ich weiß nicht, ob man dann irgendwann, wenn man das immer weiter betreibt, dann auch zum neuen Materialismus kommt, weil eben natürlich irgendwann die Frage ist von, warum ist es scheinbar legitim, beim Körper eine Grenze zu machen und nicht eben Haut als etwas Durchlässiges zu sehen, was sie nun mal letztendlich auch, also dann halt auch irgendwo ist. So. Und also ich denke, das ist immer so die Frage, die mich rumtreibt. Und die andere ist, vielleicht, weil wir das gerade nochmal hatten, du hast jetzt irgendwie gesagt, nicht alles ist beliebig, aber eben wo ist sozusagen vielleicht auch eine Grenze, also eine normative Grenze, um zu sagen, das hat aber doch einen guten Grund, warum wir hier an der Stelle von Subjekt sprechen, so aufgrund von eben nicht nur ökonomischen Verhältnissen, sondern ja, historischen Verhältnissen, geschichtlichen Verhältnissen, dass gewissen Menschen beispielsweise abgesprochen wurde, Subjekt zu sein. Also ich denke, das sind dann auch nochmal so Fragen, die für mich da immer reinkommen. Da würde man darauf antworten, dass man dann einen strategischen Essentialismus und einen strategischen Anthropozentrismus einnimmt, natürlich in solchen Fällen. Aber in den neomaterialistischen Feminismen versucht man eben genau dieses Problem, dass der Subjektstatus bestimmten Menschen abgesprochen wurde, darüber zu lösen, dass man sagt, es gibt überhaupt gar kein menschliches Subjekt, sondern wir sind durch Bakterien ausgemacht, durch Pilze, durch verschiedene Moleküle, durch Aktionspotenziale. Unsere Zellen kommunizieren miteinander, ändern sich ständig. Das ist der Mensch. Und wie kann das jemandem, also das ist nicht, was jemandem zugesprochen oder abgesprochen wird. Natürlich ist das eine Verschiebung des Problems, aber ich glaube, die Hoffnung, die sich mit diesen Motiven verbindet, ist, dass man gar nicht mehr dazu kommt, Subjektivität ab oder zuzusprechen, weil man halt weiß, ja, wir sind halt alle irgendwie Zellhaufen, die atmen. Da gibt es keine Unterschiede eigentlich. Aber klar, wenn das sozusagen sozial, wir sind jetzt so im Grunde genommen, glaube ich, ein bisschen im Bereich des, wie verhält sich tatsächlich Materialität neu beschrieben mit Sozialität und sozialen Strukturen, die selber materiell sind und materielle Effekte haben, selber produktiv sind, also Körpergrenzen festlegen, Geschlechter bestimmen, zwei binär oder jetzt ne, oder anders. Und die selber sozusagen Realität, also in gewisser Weise ja, Effektivität haben. Und mit der muss man ja natürlich auch umgehen, sie transformieren, aber ne, sind sozusagen diese sozialen Entitäten sind genauso materiell effektiv, könnte man sagen, wie Bakterien eben auch. Ja, und die gibt es auch und das muss man, glaube ich, nicht gegeneinander ausspielen, sondern eher sich überlegen, wie reflektiert man beides zusammen. Ja, und vielleicht kann man dann eben solche Perspektiven nutzen, um bestimmte soziale Formen, die problematisch sind, weil sie Grenzen ziehen, wo es keine gibt, ja, zu hinterfragen. Aber die Tatsache, dass es sie gibt und dass sie zum Beispiel über sie dann auch Ausschlüsse produziert werden, die, glaube ich, würde auch nicht der neue Materialismus bestreiten. Ja. Und da wäre dann tatsächlich auch ein bisschen die Frage, wie eben Sozialität und Materialität gedacht werden kann, weil dort, also sozusagen da in den älteren Materialismus ist natürlich Sozialität, ökonomische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen haben einen gewissen Primat über andere Bereiche, also ne, sozusagen andere Materialitäten. Denen wird
im Grunde genommen so einen primären Strukturierungsfaktor gegeben, also gerade auch in emanzipatorischer Hinsicht. Also das ist, da müssen wir gucken, ja, wenn wir sozusagen uns eine sozusagen befreite Gesellschaft wollen. Das müssen wir verstehen. Und der neue Materialismus geht da etwas anders um, ohne zu bestreiten, dass natürlich die Gefüge mit sozial hervorgebracht sind, aber geht da sozusagen so ein bisschen differenzierter oder bringt einfach andere Elemente mit ins Spiel, die auch Kräfte sind, die nicht nur eben soziale Kräfte sind. Und jetzt können wir vielleicht so ein bisschen so in Richtung, jetzt haben wir so ein bisschen über Kritik und kritische Perspektiven geredet, nochmal gemeinsam darüber sprechen, wie man, also es hat zwar in euren Inputs ja auch stark enthalten, wie man aus diesen materialistisch-feministischen Ansätzen emanzipatorische Perspektiven generieren kann, also in welche Richtung da sozusagen das Materialistische emanzipatorisch wirkt. Ja, und jetzt nochmal an beide. Also ihr habt das gesagt, aber das können wir jetzt nochmal, also wie ist sozusagen Veränderung, wie ist, also bei dem Älteren würde man, ist klar, das war auch in dem Zitat von Federici, es geht um die Überwindung sozusagen von kapitalistischen Strukturen. Und in dem anderen Fall, wenn kommt sozusagen eine stärkere Differenz, der Kapitalismus so kann man gar nicht wirklich fassen. Das ist keine sozusagen festgefügte Identität oder Entität. Wie würde dann, also ja, wie könnte man, und gleichzeitig sind, also Donna Haraway und so weiter, da ist sehr viel Kapitalismuskritik auch enthalten und es ist auch klar, dass da sozusagen so eine revolutionäre Perspektive über kapitalistische Strukturen gedacht wird. Das heißt sozusagen, da spielt die Kapitalismuskritik auch eine zentrale Rolle in emanzipatorischer Hinsicht und vielleicht könnt ihr nochmal aus beiden Perspektiven sagen, wie die emanzipatorischen Perspektiven aussehen und ob es da sozusagen Abgrenzungen oder Kinship-Allianzen gibt. Ja, also in den älteren materialistischen Feminismen, genau, steht halt ganz klar die befreite Gesellschaft, die eben dadurch vollzogen wird, dass quasi sozusagen alle Verhältnisse umgeworfen werden und ist da ja auch eher klassisch-marxistisch dann irgendwie orientiert in der Forderung sozusagen. Aber der Weg dahin ist halt eben eine Frage. Und da finde ich, ist eine Aussage irgendwie von Maria Rosa de la Costa irgendwie auch interessant, die halt gesagt hat, dass irgendwie das Spülbecken jetzt quasi nicht durch das Fließband ersetzt werden kann. Also dass es nicht darum geht, jetzt alle Frauen Sternchen in die Lohnarbeit zu bringen und damit halt eben zur Arbeiterklasse zuzählig zu machen und dann, dass darüber dann die Revolution kommt. Also dass das eben quasi nicht der Ausweg sein kann. Dann gab es ja eben diese sehr umfassende Lohn für Hausarbeitsdebatte, die ja auch sozusagen eine politische Kampagne war, immer mit, aber auch mit so einem Augenzwinkern. Aber da halt eben zu sagen, ne, man kann sozusagen kapitalistischen Strukturen und dem, was Kapital braucht, nämlich Arbeit, irgendwie die Grundlage entziehen. Und das ist dann vielleicht auch etwas, was, also Commons oder die Debatte um Commons und insbesondere die Auseinandersetzung von Silvia Federici stehen ja auch, spannen ja sozusagen so ein bisschen so einen Bogen. Also beginnt irgendwie bei diesem, verhaftet sein, diesen marxistischen, älteren, materialistischen Feminismen, hat, wenn man sich Federicis Arbeiten anguckt, da auch irgendwie so eine Öffnung hin zu anderen Materialismuskonzepten irgendwie stattgefunden. Und ja, sie sieht halt Commons quasi als etwas, was auch in kapitalistischen Verhältnissen da ist. Also dass es gewisse Ressourcen gibt, Materialitäten sozusagen, die vorhanden sind und auf die das Kapital in der Form noch nicht unmittelbar zugreift oder noch nicht so zugreift. Und wenn man die mit einbezieht, dann können daraus eben andere Sozialformen sozusagen werden. Also das ist quasi das, was sie aufmacht. Und da muss man dann auch nicht auf irgendwie eine Revolution oder sonst irgendwas warten, sondern dass sie da so ein bisschen
sagt, das sieht man empirisch beispielsweise in Krisenzeiten, in ökonomischen Krisenzeiten, wo dann plötzlich solidarische Zusammenschlüsse passieren, wo Reproduktionsarbeit eben dann doch irgendwie vergemeinschaftet wird, anders vollzogen wird und eben nicht so sehr unbedingt auf staatliche Strukturen zurückgegriffen wird. Genau, und das sozusagen stimmt sie da irgendwie hoffnungsvoll. Gleichzeitig ist dann natürlich immer auch ein Fragezeichen hinterzumachen, inwiefern das dann, wenn ja, sich quasi diese kapitalistischen akuten ökonomischen Krisen vorbei sind, ob sich das dann nicht auch wieder zurückbaut sozusagen oder zurückgebaut wird. Gleichzeitig würde ich natürlich sagen, dass kapitalistische Verhältnisse ganz auf ganz vielfältige Weise krisenhaft sind und eben nicht nur dann, wenn irgendwie auch an der Börse von Krise gesprochen wird. Also ich denke, genau das ist so ein bisschen das, wo sie halt eben in Commons eben diese Hoffnung setzt, einerseits eine andere Ökonomie und aber auch eine andere Sozialstruktur ja, herstellen zu können. Ja, also bei den neuen feministischen Materialismen geht es weniger darum, was zu überwinden, sondern es ist eine radikal-relational-immanente Kritik. Also, und da gibt es einige emanzipative Punkte schon allein an diesen Positionen. Also schon allein die Einsicht, dass die Welt anders funktioniert, als wir es bisher dachten, ist eine Form des emanzipativen Handelns. Das ist ja bei weitem nicht allen irgendwie so einzig, also nicht alle sehen das so und das bringt viele Probleme mit sich. Also wenn man wirklich konsequent sehen würde, dass es weniger ontologische Unterschiede gibt zwischen Menschen und Nichtmenschen zum Beispiel, dann hätte man die Problemlagen, die man heute hat, nicht auf diese Weise gelagert, sondern vielleicht andere. Dann ist natürlich der relationale Aspekt ist auch schon emanzipatorisch, weil man eben nicht mehr dieses männliche Bild hat von, es gibt etwas, was über allem steht und irgendwie davon abgegrenzt ist, sondern weil man sich immer verbunden mit Erde, Technik, Natur begreift, mit anderen begreift und halt auch eben, dass man Fremdes niemals als fremd darstellt, sondern das Fremde ist immer schon da. Das hat auch eine ganz, ganz hohe Tragweite, würde ich sagen. Und ja, dass das menschliche Subjekt von seinem Thron sozusagen verstoßen wird, das ist auch eine sehr wichtige und emanzipative Einsicht. Und sonst, wenn es um situative Kämpfe geht, dann sind es halt immer Mikrokämpfe. Dann geht es immer um die konkrete Situation. Wie lässt sie sich verändern? Was für materielle Zusammenhänge muss man bewegen? Kann man das? Wie kann man das? Das sind sozusagen die Einsatzpunkte dann. Und da mobilisiert man halt auch alles, also nicht nur das Soziale, das sich irgendwie einschreibt in bestimmte Körperlichkeiten oder Naturverhältnisse, sondern da mobilisiert man auch die Materialitäten, die Steine, die Werkzeuge, die Wege. Das spielt alles eine ganz tragende Rolle und das vergessen wir manchmal. Und wenn wir das wirklich mit in den Blick nehmen, dann ist das Spektrum emanzipatorischen Handelns vielleicht nicht so... Ja, halt nicht so in großen Kategorien gedacht, aber es ist effektiv in der Situation, im Alltäglichen, im Machen tatsächlich, ja. Dazu noch ein Punkt, genau, weil ich beschäftige mich ja mit verschiedenen Narrativen zu Commons und was ja ganz spannend ist, ist so dieser Fokus auf ja, Eigentums- und Produktionsverhältnisse ist sozusagen eher auch ein sehr dominantes Narrativ da drin, was aber auch ja letztlich sehr europäisch, sehr nordamerikanisch sozusagen ist. Und es gibt andere Narrative, die eben ja schon grundlegend kommen, es auch immer als so ein ganz anderes Verhältnis eben zu Natur oder wo es halt eben diese Trennung auch gar nicht gibt sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, weil diese Texte, die ich da analysiere, die kann man halt eben als neomaterialistische Perspektive sehen. Ich glaube, die würden sich aber gar nicht so verorten, sondern halt sagen, das ist doch eigentlich eine Perspektive, die durch Kolonialgeschichte beispielsweise verdrängt wurde, die unsichtbar wurde. Und
genau, die da jetzt irgendwie dann auch ja, tradiert wurde und artikuliert wird. So. Aber eben sozusagen nochmal, das, auch hier sehe ich ein bisschen mehr eher Ergänzung, weil jetzt die, also sozusagen der Zugriff auf oder sozusagen das Herstellen oder das überhaupt Leben von Commons ist natürlich dadurch verwehrt, dass Eigentumsverhältnisse herrschen und die vielleicht sozusagen kann man auch darüber sagen, das sind auch mikropolitische Kämpfe, die da involviert sind, aber die Form des Eigentums ist natürlich eine, die genau diese Spaltung, also fiktiv, aber effektiv, ja, irgendwie herstellt. Also da kann man halt einfach nicht durch, das kannst du halt eben nicht berühren und so weiter. Und das sind Dinge, wo ich denke, so, das sind wieder, das ist nicht ganz einfach zu sagen, dass da ist nichts zu überwinden, weil das sind natürlich sehr, sehr mächtige Formationen, die, ja, die sozusagen diese Beziehungsformen und Beziehungsweisen auch verwehren, also unterbinden und möglich, tendenziell versuchen, unmöglich zu machen. Und wo ich dann denke, so, das war man vielleicht, also ich würde das auch so sehen, dass im Grunde genommen Commons genau das vollziehen oder leben, also diese Nichttrennung von Kultur, Natur, Mensch und so weiter, nicht menschliches, sondern mehr als menschliches. Aber da ist eben so ein bisschen diese institutionelle Dimension ein bisschen stärker im Vordergrund. Und hier ist ja vielleicht die wichtige Perspektive zu sagen, es ist immer schon so. Also selbst wenn wir sozusagen Eigentumsverhältnisse haben, ja, ist diese Beziehungsweise, kann man die nicht, lässt sie sich nicht unterbinden. Und das sehen wir auch jetzt mit Klimawandel und so. Ne? Also da wird, obwohl wir jetzt kapitalistisch die Ressourcen ausbeuten, kommt jetzt einfach eine andere, neue Form von Krise zurück. Aber eine Reflexion eben über diese Sozialstrukturen ist auch nötig, weil sie dem entgegenwirken. Also da so eine Art Trennungsmacht irgendwie einziehen. Aber ja, also sozusagen da wieder, und du hattest jetzt auch in deinem Input die sozusagen die Planlosigkeit, also sozusagen so eine gewisse, also eine etwas andere Strategie anvisiert, also sozusagen so eine Art situatives, immer im Moment nochmal austarieren, was nötig ist und was nicht, wie würdest du dich dazu positionieren? Jetzt als Form sozusagen, ja, Orientierung für emanzipative Bewegung. Oder ist es nicht so, dass da sozusagen schon mehr Plan ja, entsteht, wenn man diese Commons-Perspektive irgendwie ja, also klar, letztlich eben ja allein schon dadurch, dass Commons halt eben auch als Antritt sozusagen, als eine Idee eben die herrschenden Verhältnisse überwinden zu wollen. Ne? Und ich glaube, gleichzeitig aber eben ja doch auch eine Offenheit zulässt, aber das ja eben, und das ist ja das, was ich quasi auch herausarbeite, dann ja, dass es da halt eben doch um machtvolle Verhältnisse geht, auch um Dominanz, um irgendwie auch Institutionalisierungen, die über Jahrhunderte irgendwie tradiert wurden, sowohl in der Kritik als aber auch in der Dominanz. Ne? Also eben, wer wird dann gehört sozusagen? Also ja, ich dachte gerade so zum Neomaterialismus, ne? Wie weit kann man gehen? Also letztendlich, weil wenn mich das halt wirklich als so eine Frage mal rumtreibt, könnte man dann nicht auch sagen, eben sowas wie ja, eben juristische Systeme, die per se irgendwie mit einem menschlichen Subjekt erstmal arbeiten, ne, sind die dann halt nicht auch irgendwo letztendlich zu hinterfragen? Also ohne jetzt zu sagen, also es geht ja nicht darum, Nichtmenschliches so zu machen wie Menschliches oder so, das so aufzufassen, sondern halt eben ja darin halt irgendwie etwas zu sehen, was nicht anders oder gleich ist oder so, weil darum geht es ja quasi nicht. Ich denke, das ist aber auch gerade im Prozess. Es gibt Berge und Flüsse, denen ein Subjektstatus gerichtlich zukommt. Entweder ist es schon vollzogen oder ist es gerade dabei. Also da verändert sich auch was. Das wird gerade auf jeden Fall vom Rechtssystem mit begriffen.
Ja, und es ist halt dann die Frage, wie begreifen wir solche Sachen wie Eigentumsverhältnisse, Rechtssystem und so weiter, und nehmen wir uns da nicht was weg, wenn wir das als total rigide Systeme, die über Verhältnisse herrschen, die wir dann erst überwinden müssen, nehmen uns da nicht irgendwie sozusagen das Momentum raus und verkennen Potenzialitäten, die das auch irgendwie unterwandern können, also in diesem Verhältnis, nur weil es nur, klar ist es, also klar, wenn sich was tradiert und bestimmte Leute ausgeschlossen werden und nur bestimmte gehört werden, ist das vielleicht aber auch nichts weiter, ich sage es jetzt mal radikal, als eine Wiederholung von Ereignissen, die morgen, heute, jetzt auch schon ganz anders gemacht werden können. Und selbst wenn das Eigentumsverhältnis auf diese Weise angelegt ist, wie es angelegt ist, heißt es ja nicht, dass man mit jedem Eigentum zwangsläufig so verfahren muss, wie es sozusagen angelegt ist. Ja, das sind so Fragen, mit denen muss man sich schon beschäftigen. Also wie sehr nimmt man das an, dass diese Herrschaft so eine konsolidierte und verfestigte Form ist? Ich meine, klar, klar gibt es bestimmte Herrschaftsformen, die schwierig sind, aber vielleicht haben wir mehr Kraft oder mehr Potenzial, wenn wir das auch, wenn wir sie nicht als ganz so fest und stabil sehen. Mhm. Weil das ist eine Sache, die andere Sache, die ich nochmal aufgreifen wollte, was du sagtest. Also einerseits die Frage der Strategie, also wie sozusagen, wie schreitet man voran, also wie beschreibt man auch die Entitäten, mit denen man umgeht und vollzieht quasi die Transformation, nämlich Schritt für Schritt und sozusagen im Blick auf dieses Kleinteilige und die Bewegbarkeit und die auch Transformierbarkeit zum Beispiel auch des Rechtssystems, wie du gerade sagtest. Aber gleichzeitig eben dachte ich auch, das stimmt, also das stimmt schon, dass jetzt auch diese quasi, sagen wir mal, ontologische Perspektive natürlich auch eine, könnte also zu Ende gedacht in gewisser Weise vielleicht darauf hinausläuft, tatsächlich so bestimmte Strukturen zu hinterfragen. Also jetzt im Moment ist es gut, dass Berge irgendwie Subjektstatus rechtlich bekommen, aber in the long run ist vielleicht so eine Denkweise so, dass sie ganz viel sehr radikal in Frage stellt an Gesellschaftsstrukturen, die sehr stark eben mit dieser Fixierung operieren. Also so, dass man sagen kann, ja, im Moment ist es gut, dass man Flüsse als Personen irgendwie ansieht und das kommt, ja, aber sozusagen bis man quasi vielleicht zu den anderen Ontologien, die indigene Bevölkerungen haben, die damit überhaupt, also die sozusagen in diesen Recht, die sich da reinpressen müssen, um sozusagen ihren Punkt zu machen, aber im Grunde genommen eine total andere Sprache reden müssen, weil das für sie überhaupt nicht denkbar ist, zu sagen, dass der Fluss ist jetzt irgendwie so ein Ding und der kriegt dann jetzt so, der ist von mir getrennt und sowas. Dass da vielleicht auch normativ tatsächlich eine stärkere auch Kritikpotenzial drin ist, obwohl erstmal taktisch das sozusagen eine andere Bewegung auch da ist. Also sozusagen, wie sehr da nicht auch eine Politik wirklich stark da angelegt ist, die sehr weit reicht und die sich vielleicht an manchen Stellen eben tatsächlich auch trifft. Ja, gerade wenn jetzt Commons als Form, also wo man sagen würde, ja, passt, ja, sozusagen, das, weil es eben so eine Form von relational, also sozusagen relationales Gefüge ist, ja, das Commons und das Commoning, in dem eben Menschen, Umgebungen, Wetterlagen und so weiter irgendwie zusammentreten. Also insofern so Radikalität und gleichzeitig eine andere Form von politischem Vorgehen. Ja, also vielleicht, ich hatte jetzt als letzter Punkt, damit wir jetzt, wir haben jetzt sozusagen, ne, also so ein bisschen Aktualitätsbezug, also dass wir das so ein bisschen zurückbringen können auf die, also auf die Frage, was feministische Materialismen in diesen verschiedenen Versionen jetzt konkret für aktuelle Verhältnisse, also so heißt auch die Lage, ja, zur Aktualität feministischer Materialismen. Wir sind sozusagen in einer Situation, die von unterschiedlichen Krisenphänomenen oder ja, Katastrophen irgendwie geprägt ist. Einerseits Klimakatastrophe, wo man sagen würde, ja, da wird gerade sehr deutlich, wie eben Materialitäten nicht menschlicher Art selber ja, sozusagen aktiv werden, sich nicht beherrschen lassen, in der Form, wie kapitalistische Produktionsverhältnisse das gerne
hätten auf der einen Seite, auf der anderen Seite gerade sehr aktuell, ja, also das Weiterbestehen sozusagen männlich souveräner Politikformen, jetzt in der Ukraine, da würde man sagen, für beide Verhältnisse, glaube ich, das, was ihr jeweils ausformuliert habt, glaube ich, sehr wichtige Einsichten, um ja, dagegen anzugehen. Also wo man sagen würde, dass, da sieht man sehr, sehr stark die Aktualität dessen, was so eine feministisch-materialistische Perspektive einen ja, sozusagen auf den Tisch bringt oder ja, warum sie gehört werden muss. Ja. Vielleicht nochmal dazu oder überhaupt der, sozusagen zu einer Aktualitätsbild, also damit man das ein bisschen auf die konkrete jetzige Position nochmal bezieht. Bevor wir dann bald die Diskussion eröffnen. Ja, also ich denke, ganz klar ist, dass die Kritiken der älteren materialistischen Feministinnen weiterhin sehr aktuell sind. Also wir sind weit davon entfernt, irgendwie sagen zu können, dass es beispielsweise keine Lohnunterschiede gibt oder dass jegliche Form von Arbeit gleich gewertet wird, sondern das hat ja weiterhin ja, sind weiterhin wichtige Felder der Betrachtung und ich denke auch, dass eben darin vielleicht auch weiterhin die Bedeutung liegt, auch immer wieder andere Ideen, andere Ansätze von irgendwie, wie könnte auch eine befreite Gesellschaft aussehen oder so, dass sich das auch immer an dieser Frage messen können muss. Gleichzeitig, wenn ich jetzt in, ich bin ja quasi nicht so in der Materie drin, aber wenn ich auf die neuen materialistischen Feminismen schaue, dann sehe ich da auch ganz viel Potenzial für anderes Denken und ja, gewisse Verhältnisse wären dann auch gar nicht mehr möglich, gewisse Grenzziehungen, ne, weil die halt einfach ja quasi anders als nicht mehr relevant und nicht mehr existent sozusagen betrachtet werden. Gleichzeitig habe ich so die große Sorge, dass kapitalistische Verhältnisse sich auch immer wieder dadurch ausgezeichnet haben, dass sie flexibel sind, anpassungsfähig. Und ja, ich mich halt frage, inwiefern neomaterialistische Verhältnisse dem halt entgehen können. Gleichzeitig haben die alten materialistischen Feminismen haben den Kapitalismus auch nicht umgestoßen. Also ich glaube, da bisher zumindest. Ich glaube, da genau. Können wir, da gibt es ja vielleicht dann auch nochmal irgendwie eine, ja, vielleicht irgendwie da auch nochmal eine Brücke zu sagen. Ja, also beim Krieg in der Ukraine kann man total gut sehen, dass Materialitäten eine unfassbar wichtige Rolle spielen, weil gerade zum Beispiel nördlich von Kiew der Boden so matschig ist, dass da die Panzer nicht durchkommen. Und außerdem macht es einen Riesenunterschied, ob eine Rakete in mein Haus einschlägt und explodiert oder nicht. Und klar kann man sagen, Glück. Man kann auch sagen, die Materialität der Rakete hat mir das Leben gerettet, wenn sie nicht explodiert ist. Dann sehen wir auch ganz neue Bilder, wo Traktoren Panzer abschleppen. Das hat sicherlich auch was mit der Beschaffenheit der Böden zum Beispiel zu tun. Und interessant ist, gerade beim Thema Krieg und umfassenderer Verhältnisse, sagte zum Beispiel Michel Serres, dass wenn es zwei Kriegsparteien gibt, die miteinander kämpfen, so ein Bild hat er aufgerufen, dann merken sie nicht, dass es eigentlich noch eine dritte Partei gibt, die viel, viel stärker ist und die beide Parteien, vor der beide Parteien gleich sind, egal welche politischen Differenzen sie haben, weil ja, wenn man sieht, was für dass Atomkraftwerke beschossen werden, dass Ölspeicher beschossen werden, das sickert ja alles in die Erde und führt natürlich auch mit dazu, dass sie ihr zerstörerisches Potenzial dann entfaltet und dann alle Parteien zunichte macht. Und das vergisst man halt ganz schnell, wenn man sich zu sehr in dem nur sozialen, nur politischen bewegt. Mhm. Ja, aber eben total, ich meine, Putin ist eine Figur, die wirklich, also sozusagen so ein, im Gegenteil agiert, sozusagen als jemand, der für Souveränität, für sozusagen, ja, mit Krieg als, ja, und der immerhin, also sozusagen in der Kriegsführung das doch nicht so hinbekommt wie, ja, also erst einmal, aber trotzdem gleichzeitig, na, sozusagen ganz, ja, alte souveräne Machtfantasien im Grunde genommen reproduziert und wo man das Gefühl hat, da müssen solche Diskurse noch, also
ja, sozusagen sind total wichtig, um das zu konterkarieren, diese Denkweise, weil die eben leider noch extrem präsent ist und ausagiert wird und eben bis zum Punkt, wo man sagt, okay, wenn der nicht da sozusagen in seinem Wahn kann das sozusagen mit materiellen Konsequenzen mehr einhergehen, die unfassbar, geht ja auch schon, als ja, Menschenleben und so weiter werden so aus einer Souveränitätsidee und auch Handlungsweise, man braucht dann nur zu sehen, wie der am Tisch sitzt, ja, da ganz alleine sozusagen im, ja, am Ende und sozusagen jede Relation versucht zu kappen, selbst zu seinen und deinen Leuten, ja, und insofern ist da, glaube ich, ist sozusagen die Wichtigkeit solcher Diskurse, aber gleichzeitig auch sozusagen ein bisschen die Einsicht, da muss da dann nochmal nachgelegt werden. Aber das macht sie eben genauso wichtig, denke ich, weil man sieht, wie destruktiv das ist, wenn das übersehen oder wenn so agiert wird, dass sozusagen das ignoriert wird. Aber ich habe jetzt hier sehr viele Fragen, habe ich jetzt gerade gesehen, an euch beide. Einige sind Verständnisfragen, damit fange ich an, nämlich wie genau kann Frauen im Punkt von Luki verstanden werden, ohne eine starre Kategorie oder Identität zu festigen? Ja, also das ist... Also Frauenstern, sorry, das ist meine Brille. Ach so, okay. Der Stern war dabei. Ja, also ich meine, das ist natürlich eine komplexe Frage, weil dieser Begriff von Sternchen ja sozusagen aus einer ganz anderen als jetzt der alten materialistischen Denktradition kommt. Aber ich denke, wenn wir beispielsweise sehen, was schwarze Feministinnen auch irgendwie kritisiert haben daran, nämlich zu sagen, die Lebensverhältnisse von schwarzen Frauen im patriarchalen, rassistischen Kapitalismus sind andere als für Weiße, dann sehen wir hier auch schon irgendwie eine Pluralisierung. So, die löst dann halt noch nicht sozusagen diese Zuschreibungspraktiken auf, aber letztendlich pluralisiert sie sie auf jeden Fall. Ja, in Bezug auf die Commons ist dann natürlich, und das ist auch eine Kritik, die ich in gewisser Weise aus diesen Commons-Debatten auch in gewisser Weise rausnehme, ist, dass sie eigentlich häufig auch auf so ein Subjekt rekurrieren, was super kreativ ist, potent, produktiv, unfassbar fähig und irgendwie auch alleine. Trotz dieser Trias sozusagen, also ich denke, da wäre auch nochmal die Frage, wo ist da das Potenzial eben in Commons dann doch auch eben diese, ja doch auch Zuschreibungen letztendlich irgendwo auflösen zu können. Ich befürchte, dass es die Frage nicht komplett beantwortet. Ich glaube, wir könnten eine ganz eigene Veranstaltung darüber machen, was der Begriff von Frau oder Frauensternchen im älteren Materialismus ist und in Commons. Aber vielleicht hat es ein bisschen geholfen zu einordnen. Ja, ich würde auch weitermachen, weil tatsächlich viele Fragen da sind und das waren jetzt so folgt eine zweite Verständnisfrage, diesmal an die Richtung der neuen Materialismen. Ich lese vor, was heißt es, wenn neue Materialismen die kapitalistische Vergesellschaftung jenseits von klassischen kapitalismuskritischen Ansätzen verstehen wollen? Ich weiß nicht, ob jemand von euch aber sozusagen, wie ist kapitalistische Vergesellschaftung gedacht, denke ich, in neuen Materialismen, anders als zum Beispiel im Falle von Ilt? Da würde mir nur so einfallen, dass die neuen Materialismen jetzt nicht davon ausgehen würden, dass das Kapital alles durchdringt, lenkt, steuert, bedingt, produziert, sondern dass das Kapital produziert wird durch noch umfassendere Verhältnisse, die es vielleicht auf eine bestimmte Weise ausnutzt, aber ohne die es gar nicht funktionieren könnte. Ich glaube, ich bräuchte eine konkretere Frage, um da konkreter darauf zu antworten. Das ist relativ offen. Aber vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ja, also ich meine, je nachdem, wie man Kapital dann auch irgendwie formuliert,
ist es ja auch vielleicht gar nicht so zu sehen als das, was jetzt sozusagen alles sozusagen da irgendwie metaphysisch hängt und alles steuert, sondern es geht ja auch immer darum, dass ja eben marxistisch gedacht in diesem dialektischen Verhältnis die Menschen selbst diese Verhältnisse hervorbringen auch. Aber ja, letztendlich kann man natürlich auch sagen, Kapitalismus ist auch eine Form von Beziehungsweise. Also die halt eben aber sich, und das habe ich versucht zum Spaltungsbegriff, ja, vor allen Dingen durch Spaltungen eigentlich irgendwie ja, vollzogen werden. Und die Frage ist, was passiert dann, wenn man diese Spaltungen auflöst? Also nur, weil wenn man sagt, Beziehungen sind da, diese Relationalität ist eigentlich da, dann kann man ja schon sagen, okay, Kapitalismus ist halt eben eine Form, die das eben spaltet. Ja, da würden die neuen Materialismen sagen, und dabei stellt es halt andere Beziehungsweisen her. Also was komplett gespalten ist, kann man sich in der Perspektive eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, sondern Ausschlüsse produzieren andere Einschlüsse und Einschlüsse produzieren andere Ausschlüsse. Also insofern, ja, also. Das passt jetzt natürlich, die Rede von Spaltung passt genau zu der Anschlussfrage, nämlich zum Begriff der Materialität. Wenn das Materielle als Tätigkeit, als etwas Gemachtes gedacht wird, also nochmal, glaube ich, ja, wie können dann Spaltungen im Kapitalismus, etwa im Anschluss an Federici, als etwas verstanden werden, das aus ökonomischen Interessen erfolgt? Also das sozusagen so, vielleicht ja auch nochmal der Begriff des Interesses ins Spiel gebracht, der wir gar nicht, also der tauchte teilweise, aber jetzt nicht so vordergründig auf. Also das Kapital hat Interesse an billiger Arbeitskraft und produziert dadurch ganz bestimmte Strukturen und dann Ausschlüsse, Einschlüsse. Und wie könnte man eben dann Spaltungen aus, also oder taucht diese überhaupt sozusagen die Perspektive von ökonomischem Interesse als spaltungsproduzierend irgendwie auf? Ja, halt auch nicht so direkt und getrennt, sondern es müssen halt die konkreten Verhältnisse adressiert werden. Es ist nicht das Kapital, das dann billige Arbeitskräfte braucht, sondern es verhält sich in der Realität ganz anders. Also wenn man zum Beispiel rumänische Arbeitskräfte, die nach Deutschland migrieren, anschaut, die uns die ganzen schönen Häuser bauen, wie die EZB, die haben ihre eigenen Motive, diese Arbeitsbedingungen auch in Kauf zu nehmen und für einen sehr schlechten Lohn ganz, ganz schlimme Arbeitsbedingungen zu haben. Und das ist nicht sozusagen nur ökonomisches Interesse, weder bei den rumänischen Wanderarbeitern, sind meistens Männer, noch bei denen, die sie ausbeuten, sondern das ist ein viel komplexerer Zusammenhang, der halt auch weltumspannend ist. Also sie reisen hin und her ja, haben halt auch verschiedene Deutungen und genau, also da spielen unfassbar viele, viele Dinge eine Rolle. Insofern würden die Neomaterialismen dafür plädieren, eben nicht zu sagen, es gibt ökonomische Interessen. Ich meine, wenn ich zurückfragen würde, was ist das denn? Und wir würden versuchen, uns alle Gedanken zu machen, irgendwie auszuklamüsern, was da alles hinzugehört. Das wäre eine neomaterialistische Perspektive. Und wenn wir nur von, ich meine, klar meinen wir dann nicht pure ökonomische Interessen, die metaphysisch über alles allem schweben, aber es kommt trotzdem so daher und wir kommen schon in Erklärungsnot, wenn wir genau befragt werden, was das für uns bedeutet. Das wäre der neomaterialistische Einsatz. Mhm. Mach einfach weiter mit den Fragen, weil die werden gerade mehr. Oh. Und länger auch. Okay. Also es kommt jetzt ein Follow-up zu Frage 3. Und zwar, inwiefern ist die Kategorie des Subjekts und das Absprechen von Subjektivität an bestimmte soziale und ökonomische Herrschaftsverhältnisse geknüpft? Und was bedeutet das für die Idee einer herrschaftsfreien Gesellschaft? Wo kann eine emanzipatorische Praxis anknüpfen und welche Hindernisse stellen sich hier? Also nochmal sozusagen die Frage nach dem Subjektstatus. Und inwiefern sozusagen jetzt die Kategorie des Subjekts selber etwas ist, was ja vielleicht eben auch überwunden werden sollte auf dem Weg sozusagen die herrschaftsfreie Gesellschaft. Ich glaube, die Frage stellt sich nochmal an beiden und wie ihr beide sozusagen mit dieser Kategorie. Ja, also
Ich kann mich quasi nur im Prinzip das, was ich daran anschließen, was ich schon gesagt habe. Also in den älteren materialistischen Feminismen geht es ja darum, ein Subjektverständnis zu haben, was halt eben ein entfremdetes Subjekt ist, was ein unfreies Subjekt ist. Genau, aber gleichzeitig halt eben auch immer wieder in dieser dialektischen Konstruktion. Und die Frage ist halt eben, und das ist ja auch quasi das, worauf die befreite Gesellschaft dann abzielt, dass es das Potenzial gibt, dies aber überwinden zu können. So, und die Frage ist dann, die sich natürlich anschließt, so was würde denn das Subjekt dann in der befreiten Gesellschaft bedeuten? Und, ja, darauf kann man jetzt irgendwie viele Antworten suchen. Ich glaube jetzt in dem, wie ich es im Vortrag gemacht habe, ja, würde das schon auch eben in so einer Hybridisierung zumindest gehen, einfach weil befreite Verhältnisse halt eben nicht nur die Menschen als Befreite einschließen kann sozusagen, sondern im Prinzip darüber hinausgehen muss, einfach weil ja, eine gewisse Form die Grundlage dessen auch sind. Und wenn wir sagen, ja, wir sind jetzt alle so frei, aber wir wollten das eigentlich, also beispielsweise Natur, dann halt weiterhin aus, dann ist die Frage, wie lange währt diese Freiheit und kommen dann nicht einfach wieder neue, ja, neue Formen von Spaltungen, neue Kämpfe auch irgendwie um Ressourcen beispielsweise. Also, ja, in Bezug auf die Commons, kann man halt sagen, gibt es eine Paradoxie in der Argumentation in dieser Debatte. Einmal eben dieses befreite Subjekt, was da irgendwie scheinbar vorweggenommen wird und vorausgesetzt wird und andererseits halt eben da, wo es dann halt eben das Potenzial gibt, eben eher in diesen hybriden Formen zu denken. Ja, also ich kann auch noch mal was dazu sagen. Ich glaube, die Frage beinhaltete auch ein bisschen, dass der Subjektstatus zugeschrieben oder abgeschrieben wird. Genau. Und ein posthumanistisches Subjekt wäre sozusagen gar nicht so entfremdet wie ein autonomes humanistisches Subjekt, weil es keine es gäbe dann keine Unterschiede mehr zwischen verschiedenen Subjekten, also jemandem wird der Menschstatus abgesprochen, geht nicht, wenn es keine Menschen gibt. Also wenn jedem Menschen der Menschheitsstatus abgesprochen wird, kann man dann niemandem mehr über diese Dynamik dann ausbeuten. Aber das heißt, der Subjektstatus würde fundamental auch ein bisschen seine Rolle ändern. Also es wäre sozusagen keine Unterscheidungskategorie. Genau. Ja. Okay, jetzt kommt eine längere Frage zum Unterschied zwischen älteren und neuen Feminismen. Und da wird gesagt, zunächst einmal, das wird sehr stark auf einer epistemischen Ebene verhandelt. Und auf dieser Ebene erscheinen die Unterschiede dann sehr krass. Alt wird erscheint als essentialistisch, neu als anti-essentialistisch. Wird diese Unterscheidung bei genauer Betrachtung brüchig? Und das, glaube ich, haben wir schon ein Stück weit auch so ausgedeutet, dass man das gar nicht so diatom irgendwie ab. So, aber die Frage geht weiter. Maria Mies, älterer Feminismus, weist beispielsweise bereits 1983 darauf hin, dass biologisches Geschlecht und damit Natur sozial konstruiert wird. Sie beharrt aber andererseits auf einer zentralen Relevanz von Gebärfähigkeit für feministische Kritik, um eine gewisse Form von Unterdrückung im Zuge von Reproduktion politisch thematisieren zu können. Deswegen kommt jetzt an. Forscher unterscheiden sich älterer und neuerer feministischer Materialismus vielleicht eher in ihrer Bereitschaft, bestimmte Aspekte aus normativen Erwägungen eher essentialistisch oder aber eben eher anti-essentialistisch zu betrachten? Und ist der Verweis auf Materialität vielleicht nur eine spezifische Strategie, diese Unterscheidung zu treffen? Also versteht das jetzt so, dass erstmal sozusagen gesagt wird, okay, ne, normalerweise wird das alt, also sozialistisch festgelegt und neu eher, also sozusagen eine radikale Fragestellung von Essentialismus und dann mit Maria Mies ein Beispiel aufgemacht, das einerseits sozusagen nicht essentialistisch ist, aber gleichzeitig auch bestimmte Aspekte auch beharrt, Zuschreibungen und sozusagen Tätigkeiten oder jetzt in dem Fall Gebärfähigkeit,
auf, an die man festhalten soll, um ja, bestimmte Formen von politischer und sozialer Unterdrückung dann auch entgegenzuwirken. Und wie ihr das jetzt sehen, also wenn man sagt, glaube ich, diese Front essentialistisch, nicht essentialistisch ist, lässt sich so nicht aufrechterhalten, weil auch beim Älteren jetzt nicht essentialistisch gedacht wird, was wir auch diskutiert haben. Wie würde man dann, glaube ich, hier den Unterschied ziehen? Ja, also ist einer mehr antiessentialistisch als der andere oder wie genau? Ja, also aus der Denktradition heraus ging es ja eben im Materialismus halt eben auch darum, sich von Idealismus abzugrenzen. Ne? Und ich glaube, das kann man halt letztlich dann auch nicht komplett auflösen sozusagen. Ja, wir hatten ja schon den Begriff des strategischen Essentialismus, der halt eben, ja, vielleicht dann eben dazu dient, gewisse Aspekte nochmal, ja, greifbarer zu machen. Ich würde einen, ja, vielleicht wesentlichen Unterschied darin sehen, dass sozusagen in diesen älteren materialistischen Feminismen das Ziel in gewisser Weise klarer definiert ist. Vielleicht, dass die Hoffnungen vielleicht auch damit eine gewisse politische Anschlussfähigkeit deutlicher wird, als jetzt vielleicht in den neomaterialistischen Perspektiven. Ich würde auch überhaupt gar nicht sagen, dass die älteren und neueren materialistischen Feminismen mehr oder weniger essentialistisch sind, sondern halt eben andere Strategien haben. Und ja, ich glaube, das ist eine historisch bedingte Erscheinung, wenn sich die alten Materialismen von Idealismen abgrenzen, grenzen sich die neuen von so einer ganz radikal sozialkonstruktivistischen Idee ab. Und manchmal, finde ich, missinterpretieren sie auch und betonen den konstruktivistischen Aspekt viel, viel stärker als die sozialkonstruktivistischen Feministinnen das taten. Ja? Und da kommen dann solche Zitate raus wie, Sprache wurde zu viel Macht beigemessen, aber dabei war die Sprache niemals so mächtig, wie das dargestellt wird. Insofern glaube ich, haben beide Traditionen ein anderes, nicht essentialistisches Verständnis von Materialität. Und beim Stichwort Gebärfähigkeit finde ich bei den neuen feministischen Materialismen interessant, dass der technische Aspekt vermeintlich natürlicher Fähigkeiten sehr stark herausgehoben wird. Also wenn wir an Reproduktionstechnologien denken und daran, wie gerade Gebärfähigkeit unfassbar medikalisiert ist, also wenn man ab 35 bei der Frauenärztin ist, wird man ständig konfrontiert mit bestimmten Technologien, die man ja irgendwie haben kann. Und das ist so stark begleitet, also von Konzeption bis Auferziehung, da ist überhaupt gar nichts mehr an natürlicher Fähigkeit dabei. Das ist genau. Mhm. Ja, vielleicht aber da auch nochmal, weil das ja jetzt auch nochmal gesagt wurde, dass Maria Mies das 1983 oder 83, genau. Schon quasi geschrieben hatte. Also da, das finde ich auch spannend, weil eben da sind ja diese Hybridisierungen irgendwie drin. Und ja, die Frage ist auch, warum wurde das dann halt in gewisser Weise nur in gewissen Kreisen auch irgendwie rezipiert? Also so, ich glaube, warum, du hast gesagt, der Neomaterialismus ab den 2000er Jahren, so, und da ist ja schon auch irgendwie so eine Lücke und oder beziehungsweise so ein, ja, es wurde halt nicht in der Form direkt aufgegriffen, sondern eben diese Abarbeitung von Sozialkonstruktivismus oder am Sozialkonstruktivismus, der ja davor halt sehr, sehr en vogue war sozusagen, dass das halt quasi wichtig war. Also ich finde das auch spannend, ne, zu sagen, genau, es gibt ja absolut diese Kontinuität, die aber eben über Umwege gelaufen ist. Und sich auch immer selbstreferenziell fragt, ob wo diese Kontinuität brüchig ist. Ja, ja, aber ich glaube, also was die Frage ja auch, na, was sozusagen wie der Begriff der Materialität oder sozusagen das Aufgreifen von Materialität eigentlich funktioniert und eben nicht, also eigentlich in beiden Fällen nicht als Platzhalter für Essentialismus, eigentlich fast im Gegenteil. Also jetzt beim Elektromaterialismus spielt natürlich eben die Frontstellung zu Idealismus und so eine wichtige, aber gleichzeitig ist eben Materie als bestimmend, aber nicht als essentiell bestimmend gedacht. Und das, glaube ich,
eint die beiden dann wirklich, also an der, auch wenn, glaube ich, noch die ganzen anderen Unterschiede da sind, aber jetzt an der, also konfrontiert mit dieser Frage, kann man das, glaube ich, festhalten. Ja, absolut. Da passiert jetzt gerade was. Nein. So, ich komme jetzt zur nächsten Frage. Wie wird bei den neuen materialistischen Feminismen die Krisenhaftigkeit von Gesellschaft gedacht, wenn diese nicht nur oder nicht vor allem an Krisen im ökonomischen System geknüpft ist? Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Also warum sollte Krisenhaftigkeit nur an ökonomische Systeme gebunden sein? Also, das klingt aus neomaterialistischer Perspektive nicht greifbar oder nicht treffend, weil Krisenmomente viel, viel vielfältiger sind. Insofern kann ich nur auf das verweisen, was ich bisher schon gesagt habe. Es ist viel gefügeartiger und es gibt eben nicht die Ökonomie, die Krisen produziert, sondern die Ökonomie ist selber ein materielles Gefüge, ein relationales, das bestimmte Dinge hervorbringt, aber auch von bestimmten Dingen hervorgebracht wurde. Und so denken das Neomaterialistinnen und nicht als Gegenüberstellung, die Ökonomie macht gesellschaftliche Krisen. Das sagt man nicht mehr im neomaterialistischen, in der neomaterialistischen Perspektive. Aber da würde ich auch noch mal ergänzen, also auch in den älteren materialistischen Feminismen ist auch diese Perspektive, ne? Also eben da auch zu sagen, es gibt vielfältige Formen von Krise, ist ja auch da schon angelegt, also eben in der Auseinandersetzung halt eben auch mit patriarchalen Verhältnissen. Also, so, ich habe noch zwei Fragen. Ich glaube, dann sind wir fast, also weil es jetzt eine kam dazu. Die nehmen wir noch beide und dann sind wir, glaube ich, mit unserer Zeit gut durch. Also erstmal die Trennung von Reproduktion und Produktionsarbeit ist ja eine, die erst in und durch den Kapitalismus herbeigeführt wurde, durch Arbeitsteilung und so weiter. Bei Marx und Kollontai ist beispielsweise auf einer grundlegenden Ebene von Arbeit im Sinne der Vermittlung von Mensch-Natur jede Form der Arbeit produktiv. Inwiefern affirmiert eine feministische Politik die reproduktive Arbeit gegenüber sogenannter produktiver Arbeit aufwerten will, diese Trennung? Und wenn sie das tut, wie könnte die Affirmation umgangen werden, um nicht die Trennung, sondern vor allem die durch den Kapitalismus herbeigeführte Vergeschlechtlichung der beiden Sphären zu kritisieren und abzuschaffen. Also erstens, sozusagen inwiefern wird sozusagen die Aufwertung von reproduktiver Arbeit verlängert die Trennung von reproduktiver und produktiver Arbeit, die eigentlich durch den Kapitalismus selber vorgebracht wurde, durch Arbeitsteilung. Und wie kann man, also selbst wenn man sozusagen auf die emanzipatorische Dimension von reproduktiver Arbeit setzt, wie kann man diese Trennung umgehen und auch die Vergeschlechtlichung, die mit diesen beiden Sphären einhergegangen ist? Ja. Genau. Das war eine sehr komplexe Frage, deswegen ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Also mit Aufwertung von Reproduktionsarbeit im Sinne von auch Entlohnung wahrscheinlich gemeint. Also im Prinzip weiß ich nicht, ob, also sozusagen die Bezahlung von Reproduktionsarbeit ist ja letztendlich auch aus politischen Kämpfen entstanden. Gleichzeitig, klar, kann man halt sagen, genau, das hat dem Kapitalismus in dem Sinne irgendwie nicht geschadet, sondern es wurde halt auch einfach ausgelagert. Aber ich denke, da ist halt auch eben ganz wichtig, dieses ausgelagert zu betonen. Also, dass es ja weiterhin kapitalistische Verhältnisse ganz stark auf diese unbezahlten Formen von Arbeit angewiesen sind und die bezahlte Reproduktionsarbeit davon auch nur ein Teil ist. Das mit der emanzipatorischen Dimension von Reproduktionsarbeit, inwiefern das halt dann eben
ja, quasi die Verhältnisse selber und aber auch eben das Vergeschlechtlichte abschaffen kann. Naja, also ich denke, dass eben mit der Idee von Reproduktionsarbeit schafft und erhält halt irgendwie in dem Sinne Leben und geht halt eigentlich auch darüber über menschliche Tätigkeiten hinaus und schließt halt eben auch nichtmenschliche Tätigkeiten oder Formen, Lebensweisen irgendwie mit ein. Genau, die Frage wäre halt eben, was würde das bedeuten, wenn wirklich alle diese Arbeit tätigen sozusagen und damit sich dann vielleicht auch irgendwo die Ziele des Ganzen verändern könnten. Also ich denke, das ist ja vielleicht auch irgendwie eine leise Hoffnung oder eine lautere Hoffnung, die bei Commons sozusagen entsteht, dass es auch immer wieder zu Brüchen kommt, zu Aufbrüchen, die halt eben ja so Fragen zulassen, wofür man das eigentlich sozusagen macht und irgendwie auch diesen gewissen entfremdeten Status, den man bei der Produktionsarbeit vielleicht auch nochmal deutlicher und abgrenzender definieren kann als bei der Reproduktionsarbeit, eben weil gewisse Formen da auch schon brüchig werden. Also ich denke, so will ich das beantworten, aber keine Garantie dafür, dass das dass ich die Frage richtig verstanden habe. Es tut mir leid, sie war etwas komplex gestellt, glaube ich. Also ich weiß auch nicht, ob ich sie verstanden. Es ist ein bisschen schade, dass man nichts nochmal die Leute, aber wir versuchen jetzt. Aber wenn ich das sozusagen, wenn man jetzt zum Beispiel Federici nochmal aufgreift, bei ihr ist es ja so, dass diese Aufwertung der reproduktiven Arbeit erstmal überhaupt ihre Sichtbarmachung bedeutet, aber das ist ein erster Schritt und die Weise, in der sie vollzogen wird, als eben getrennt von der produktiven, ist eigentlich selber auch Teil ihrer Kritik. Also sozusagen, wir sind überhaupt noch nicht dort angelangt, wo reproduktive, also so, die hat diese Gestalt, weil sie von der produktiven abgespalten ist und in bestimmter Weise vollzogen wird. Und ihre Aufwertung ist eigentlich nur ein erster Schritt hin auf einen Zustand, in dem eigentlich beide Bereiche ganz anders oder beziehungsweise eigentlich die Trennung, glaube ich, sich aufhebt. Insofern würde ich, glaube ich, sagen, dass die Affirmation von oder sozusagen ihre Aufwertung tatsächlich einen Schritt auf einem langen Weg hin zur Überwindung dieser Trennung und zur Reorganisation, also Abschaffung von Lohnarbeit auf der einen Seite, aber auch Abschaffung der Weise, wie reproduktive Arbeit als isolierte, abgetrennte, vergeschlechtlicht und so weiter vollzogen wird. Insofern, glaube ich, kann man, also müsste man jetzt nochmal weiterreden, wie das sozusagen von sich, also wie sich reproduktive Arbeit weiterentwickelt und eigentlich eine, ja, auch in Fragestellung dieser Trennung. Ja, also absolute Zustimmung, wenn mit Aufwertung eben gemeint wurde oder gemeint ist halt eben die Sichtbarmachung, genau, und überhaupt das sichtbar werden dessen, genau, ich hatte das jetzt eher in so monetär verstanden, erstmal mit Aufwertung, aber genau. Ja, genau, aber auch das Lohn sozusagen für Hausarbeitskampagne war ja selber eigentlich strategisch gemeint und dann hat Federici selber ist sozusagen davon wieder auch abgekommen, aber das war sozusagen, das war wirklich so, okay, fragen wir Geld dafür und in der Hoffnung, dass dann das Ganze kollabiert, weil das Geld nicht da war, also und das ging dann nicht so weit genug, weil natürlich die Frage, und was machen wir dann damit? Und dann, glaube ich, kommt die zweite Phase mit den Commons. Okay, weitere Frage. Große Frage, wo können feministische Kämpfe ansetzen? Kapital, die Grundlage entziehen, Formulierung von Luki. Wie kann die Reproduktion der Gesellschaft grundlegend in Frage gestellt werden? Welche Rolle kommt hierbei gerade Frauen zu? Frauen Stern. Welche Allianzen sind hierfür womöglich nötig? Also die große Frage. Ja, also Federici hat, finde ich, auch noch mal einen ganz guten Punkt, in dem sie halt sagt, diese Beziehung zwischen quasi Commons und Reproduktionsarbeit, da sieht sie halt erstmal Frauensternchen irgendwie in einer gewissen Nähe zu, aber das auch eben nicht essentialistisch, sondern eben aufgrund dieser Tätigkeiten. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ja, also ich finde da auch nochmal, wo ich gerade dran denken musste, ist irgendwie, dass Eva von Redeker ja im Prinzip halt auch so diese
These macht, so in den Fugen zu schauen, so, ne? Also in den Fugen der gesellschaftlichen Verhältnisse zu gucken, was gibt es dort an Kämpfen, an sozialen Bewegungen, an Artikulationen, die halt einfach eine Form von, unterschiedliche Formen von Kritiken üben und es dabei nicht um eine Liberalisierung juristischer Systeme oder sowas geht, sondern im Prinzip um eine Veränderung der Frage dessen, wie grundlegend Leben reproduziert werden kann. Und ja, das vor allen Dingen durch Austausch, durch Zusammenschlüsse, durch eine Perspektiverweiterung und das auch eben das, was den vielleicht älteren materialistischen Feminismen gut tun würde oder gut tut, zu sagen, das ist eine Perspektive, es gibt aber noch viele andere und die müssen auch mitgedacht werden. Also ich denke, das ist vielleicht so ein bisschen die hoffnungsvolle Antwort darauf, auch immer in dem Denken, dass auch kapitalistische Strukturen irgendwo immer einen Überschuss produzieren, quasi. Also dass es ja quasi nicht komplett abgeschlossen ist und quasi durch nichts irritiert werden kann. Ja, dem würde ich nur kurz hinzufügen, dass die eine grundlegende Fragestellung wäre schon mal die Anerkennung der Relationalität, in der wir uns alle befinden. Also wie wir das vorhin am Beispiel Putin angesprochen hatten, ist es ja schon eine grundlegende Infragestellung, eben so eine Perspektive auf die Welt nicht mehr einzunehmen, sondern ja, sich zu begreifen als eben mit anderen zusammen seiend, und zwar zu jedem Moment. Und diese anderen sind immer in einem und die sind menschlich und nicht menschlich. Und insofern sind auch Allianzen auf diese Weise zu bilden, nicht menschlich, nicht menschliche Kollektive. Ja, ich meine, die Kollektivbildung habt ihr beide, glaube ich, auch in den Inputs sehr stark betont, also und zwar als offenes Projekt. Ja, und es ist klar, dass man sozusagen aus feministischer Perspektive dann sozusagen eine Form von Relationalität, aber auch eben das Reproduktive und so weiter nochmal in den Vordergrund stellt. Und ja, und natürlich die Allianzen zwischen alten und neuen Feminismen, glaube ich, sind da. Also ich finde trotzdem, also so, ich fand das jetzt sehr schön, weil trotzdem so Reibungspunkte irgendwie deutlich geworden sind und aber auch immer wieder sozusagen Punkte, wo man ins Gespräch kommen kann und wo sich das sozusagen nochmal auch erweitert, wo man merkt, dass sozusagen das wirkt zurück. Ne? Also man sieht dann auch die älteren Materialismen anders, wenn man sie sozusagen von der Perspektive der Neuen sieht. Und gleichzeitig gibt es da trotzdem auch nochmal Fragen oder Punkte oder Aspekte, die in die andere Richtung gehen. Insofern so mit den Allianzen würde ich sagen, schließen wir. Wir sind jetzt sozusagen am Ende unserer Zeit. Ich danke euch beiden für die Einsätze und Punkte und Food for Thought. Ich danke den dreien da drüben, die Sie nicht sehen können, die sozusagen das Ganze getragen haben, möglich gemacht haben. Ich danke für die Fragen an die Leute zu Hause. Wir schließen ab. Also Dankeschön und nochmal die Erinnerung, es geht weiter mit weiteren interessanten Veranstaltungen. Aber jetzt erstmal.